Ich drücke jetzt mal noch nie auf Play. Und warst du bei einer freien Werkstatt? Ja, oder? Bei einer freien. Dann drücke ich auf Play. Dann werden die eigentlich schon keinen Scheiß erzählen. Aber ich kann, wie gesagt, du kannst, wenn das Ding noch fahrbar ist, kannst du auch beim Kumpel von mir vorbeifahren. Naja, also, ich habe halt gesagt, wenn eine Werkstatt freiwillig davon abrät, etwas nicht zu reparieren, sprich also mir nicht das Geld aus der Tasche zu ziehen, dann wird es schon einen gewissen Grund haben. Also ansonsten hätten sie ja sagen können, ah, 170, vielleicht fällt danach noch irgendwas an und danach haben sie es repariert, das halbe Outfit auseinander. Ja, mein Kumpel macht es jetzt auch nie freiwillig alles und unentgeltlich, aber ich denke mal... Nee, ich glaube, das Thema ist durch. Also ich meine, das Auto hat seine 270.000 Kilometer drauf, ist 18 Jahre alt. Irgendwann ist dann halt vielleicht echt mal gut. Aber wenn es kaputt ist, wirst du das nicht so, also wirst du nicht mehr so viel dafür kriegen. Nee, werde ich auch nicht. Im Internet stand halt, man soll es trotzdem bei privat reinstellen, weil manchmal Leute das halt noch zum Ausschlachten haben wollen. Mhm. Und dafür kriegt man mehr, als wenn man es bei einem Schrotthändler irgendwie... Richtig. Verkauft, genau. Weil bei einem Schrotthändler zahlst du mal jetzt noch drauf. Der Papst nimmt mein Gesuch nach Ehescheidung nicht an. Ach, der ist Sau. Naja, jedenfalls, und deswegen habe ich halt überlegt, weil ich gar keine Ahnung habe von Autopreisen, für was ich das dann da reinstellen will. Ne? Also, echt den Papst beeinflussen? Ich wollte ja vielleicht ein Anfangsangebot machen. Muss ich echt den Papst beeinflussen? Dem darf man aber. Den darf man keinen. Oh. Ich muss mal kurz in die Küche. Du musst schon mal pausieren. Ja. So, sag mal, wen wollte ich denn jetzt angreifen? Moment mal jetzt. Was macht ihr denn da? Ah ja, genau da. Die wollte ich angreifen. Die belagert jetzt einfach mal mein Aachen. Könnt ihr mal aufhören damit? In welchen Krieg bin ich hier eigentlich reingeraten? Wieder mein Lehnsherr war. Grafschaft von Dion. Ah ja, der macht ja schon, okay. Genau, ich muss jetzt abwarten, bis der Anspruch durch ist. Wir sind im Krieg, weißt du das? Was? Wir sind im Krieg. Ne, unsere Vasallen sind im... nicht Vasallen, unsere Lehnsherren sind im Krieg, oder? Ne, wir sind ja zusammen ein Lehnsherr inzwischen, oder? Dachte ich. Wo sehe ich denn, ob du ich irgendwo Krieg führe? Ach, da unten rechts. Rechts, mit dem Blauen. Wir sind im Krieg gegen einen armen, kleinen... Irgendwie mit 900 Truppen und unserem Lebensherrn 5000. Und übrigens hat John geschrieben, dass sein Auto noch Schrottwert hat. Naja, du kriegst auch vom Schrotthändler noch was, aber da geht's halt meistens um, mir wurde gesagt, so bis zu 100 Euro die Gegend rum meistens, viel kriegt man da nicht raus und privat wäre halt irgendwie sinnvoller. Also müsste ich natürlich mehr als 100 Euro verlangen, aber ich habe keine Ahnung, was man meinem Auto verlangt, was potenziell Schrott ist, aber noch fährt. Ich meine, TÜV fährt's auch noch bis nächstes Jahr im Sommer. Boah. Probier es mit, keine Ahnung, 300 oder so? Behandlungsbasis? Also ich würde mit 500 reinsteigen, 500 VB, und ich mache meinen Senf dazu drauf. Runter geht's immer noch, und wenn du mit zu niedrig anfängst... Ja, das ist schwierig, nach oben geht's natürlich schwierig. Runter, ne? Also vielleicht handeln sie mich von 500 auf 300, also ich habe zum Beispiel mein... Anfang handeln sie mich auf 100 runter, ne? Ja. Eben, aber ich habe zum Beispiel meinen 3er Golf, den hatte ich für 700 oder so drin stehen, habe noch 500 bekommen. Und da war ja der Schweller weggerostet, da war sehr viel im Argen. So, Und wie lange er TÜV hat, dann die ganze Ausstattung am besten noch reinschreiben und ja. Ja, also ich wollte also versuchen, das versuchen, möglichst noch viel rauszupressen. Und dann halt am besten irgendwie einen Gebrauchten wiederholen. Wissen nicht, was in deinem Budget ist. Wir brauchen mehr Kontrolle. Ich sehe nicht, dass wir mehr Kontrolle kriegen. Die Garnison zu stärken in einem Bereich, wo wir keine Kontrolle haben, ist irgendwie Quatsch. Ich kann dir, wie gesagt, allerhöchstens, wenn du das möchtest, kann ich dir mal meinen Kumpel fragen, ob der dich da ein bisschen beraten würde. Und dann brauchst du einen ersten Werkstatttermin oder so, dann sagst du hier, da und da krieg ich das Auto und nach 16 Uhr hat er meist noch Arbeitszeit oder am Wochenende sowieso und dann kannst du, wenn du Probefahrt machst, mit dem Ding zu dem fahren, auf die Bühne, dann macht er das hoch und guckt mit dir alles durch. Okay, das wäre natürlich cool. Ich hatte halt leider ein Auto im Kopf, was ewig weit weg ist von hier. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja, aber wenn ich das nicht kriege, wäre das schon mal ein Angebot, ja. Also ich müsste natürlich erst meinen Kumpel fragen, aber... Privat denke, mit TÜV, ca. 400 Euro. Jean, woher nimmst du denn eine Zahl? Bin
Wenn du den 10 Euro in die Hand drückst, dann guck da mal kurz durch. Ich mir denke. Würde mich interessieren. Ja, kannst du ja schon mal, hau ihn doch einfach mal an und frag mal so performer, was machen würde, weil noch habe ich ja auch das Auto, was ich halt eben im Süden nicht wirklich im Kopf, also was ich jetzt so angeguckt hatte im Internet, das ist ja nicht klar, dass ich das kaufen werde, ne? Ja. Weil das war halt ein ähnliches Auto wie mein Auto, bloß deutlich jünger, also das heißt deutlich jünger, 4 Jahre jünger und 200.000 Kilometer weniger. Ja, kommt halt drauf an, was dein Budget ist. Ah, ich verarbeite. Ja. Hä? Ich verheirate an meinen Enkel. Ah, das ist keine matrilineare Heirat gewesen. No. Deswegen erbt. Oh, nee. Du kannst zum Beispiel davon ausgehen, alles, was Toyota, Hyundai ist, hat mein Kumpel mir damals gesagt. Also der auch meine Autos repariert. Und der hat vor uns meinen Scheibenwischermotor zum Beispiel repariert, weil wo ist denn mein Enkel? Hinüber war. Das ist von ihr. Alles, was Hyundai und alles, was ausländische Marken so sind. Meine Tochter ist schon tot. Zahlst du. Wenn ich mute dich gleich. Entschuldigung, ich rede über das Spiel. Aber du unterbrichst Felix ja, die ganze Zeit im Suche, was zu erklären. Lumi, sonst. Ja, dann mute ich mich halt so. Jetzt. Außerhalb vom Stream. Da musst du, wenn du morgen mal Zeit hast oder so, 10 Minuten oder heute Abend. Jetzt, ihr könnt ruhig weiterreden. Ich wollte nur kurz vorlesen von John. Kleinwagen mit Macken und TÜV ist das meist der Richtwert. 400 Euro, was er vorher geschrieben hat. Ja, dann stelle ich es für 700 rein und lass mich auf 400 runterhandeln. Zum Bleistift. Dann hat der Typ, der kriegt sogar noch das Gefühl, dass er irgendwie einen guten Schnapp gemacht hat. Ne? Ja, oder er schreibt dich gar nicht an, weil du viel zu hoch eingestiegen bist. Also, bei meinem Golf wollte das ein Polo holen auf dem Hänger. Beziehungsweise wollte das von seinem, also da war es noch nie abgemeldet und wollte das mit meinen Kennzeichen irgendwie hinfahren und ich und wollte mir dann die Kennzeichen schicken, also nein. Aber bei dir ist es ein bisschen was anderes, deins ist ein deutsches Auto. Die deutschen Autos sind glaube ich bei den Polen ein bisschen begehrter. Ja, aber ich habe es dann trotzdem nie gemacht, weil ich habe gesagt, mit meinem Kennzeichen fährst du nirgendwo hin. Erstens ist das Teil ja noch auf dich gemeldet. Ja. Entweder bringt eigene Kennzeichen mit oder kommt mit einem Hänger. Und sie fragt mich überhaupt, was bringt, was ich jetzt hier machen will. Moment, da wird gekämpft. Wieso wird da gekämpft? Die kämpfen bei mir. Ja, kann ja sein. Aber warum? Dann müssen wir es halt so machen. Dann müssen wir halt hier Ränkespiel mal machen. Weiß ich ein dreckiges Geheimnis über einen Bischof beim Papst. Was kann ich denn damit jetzt machen? Das ist mir überhaupt nichts. Ich muss mal ganz kurz auf Pause drücken. Ja. Ich hatte gerade irgendeinen Brief bekommen von irgendeinem, der mir Geld geben wollte. Wenn ich die einsperre, jetzt ist er eingesperrt worden und der hat aber eine Meinung von mir. Der kostet nicht. Oh, der kostet und 73. Und jetzt hat er mir noch was geschickt, das muss ich mal ganz der kurz. Der kostet 75. Soll ich mal einladen? Agent schließt sich im Komplott. Oh, wer hat sich direkt angeschlossen beim Komplott? Durch Ränkespiel, wer ist denn das? Auch ein Ritter von mir hat sich einfach direkt beim Ränkespiel angeschlossen. Das ist ja interessant. Kann man irgendwo einsehen, was man alles für Geheimnisse kennt? Ja. Wo? Unter Ränkespiel hast du dann oben den Tab Druckmittel und Geheimnisse. Ränkespiel. So, ich würde wieder Go geben. meine Ehefrau ist pervers, das ist doch schon mal schön. Echt? Kein Wunder, dass wir so viele Kinder haben. Ja, die bestimmt nicht rumvögeln, ne? Weiß ich nicht. Lass uns was Neues ausprobieren. Steht nicht dabei, in welcher Hinsicht sie pervers ist, aber es steht da, sie ist pervers. Wird nicht annehmen. Oh Mann, oh. Das ist ja. Das ist ja eine grauenhafte Auswahl. Ah. Ich muss mal kurz in meinem Ränkespiel jetzt gucken. 81%. Okay, das ist fein. Dann muss ich vielleicht auch mal den Suffranbischof noch dazu holen. Nur 3 Geheimnisse, das ist echt traurig. Ja, hier 95%. Mein Bischof ist das mal. Was? Du zuerst. Ich habe jetzt viel mehr Geld, habe ich gesagt. Kannst weiterreden. Okay. Graue Eminenz. Ah,
Bündnis vorgeschlagen. Und wer ist das denn hier? Graf Wiechmann, nicht mal so von Geldern. Zum Krieg? Okay, dann können wir ein Bündnis machen. Dann ist das fein für mich. Was nützt mir denn das jetzt, dass ich ihn erpresst habe? Verlobte können ich heiraten. Ich habe gegen ihn. Und? Du kannst mit Druckmitteln kannst du Leute dann erst dazu bringen, dass die Sachen für dich tun. Wenn du nur das Geheimnis kennst, kannst du... Du musst sie erst erpressen, um sie dann dazu zu bringen, Sachen zu tun. Dafür brauchst du das Druckmittel. Wenn ja, du zum was Beispiel... Ich jetzt mit, was kann, wozu kann ich ihn denn jetzt bringen? Heiratsvorschläge. Oh, der hat ja überhaupt keine Macht, der blöde Bischof. Ja, der hat halt Macht. Ich dachte, ich kann ihn um Geld erpressen oder sowas. Als Bürgermeister Rappo habe ich hier. Der hat nur ein Bistum. Marktstände von Aachen und schwer geht, böse ziehen mein Gold. Investiere in die Bildhauerwerkstatt. 30 Jahre, ich investiere in die Juwelierwerkstatt. Ja, ein paar Schlangengeschäfte. Juwelierwerkstatt. Juwelier-Großwerkstatt-Investitionen halten, sehr gut. Moment, die habe ich doch gerade schon erpresst. Und zwar den Bürgermeister. Kann ich den zum Einkerkern? Exkommunikation, Titel vergeben? Nee. Ich wollte den hier mit einladen. Kann ich eigentlich, wenn ich... Also wenn... Es gibt ja noch andere Zweige außer dem Hauptlebenszweig, den man hat. Kann man die erst angehen, wenn man alle hat? Du kannst die wechseln. Nee, du kannst die wechseln. Ich will nicht komplett wechseln, weil ich will ja nicht alles aufgeben, was ich bisher hatte. Nee, du behältst die du hast und kannst einfach wechseln. Ach so? Ja. Ach, dann habe ich das falsch verstanden. Weil ich habe jetzt zwei Stück bei Kriegsführung komplett durch und ich glaube, die anderen brauche ich nicht wirklich. Oder die will ich nicht. Wobei das Armee-Goldunterhalt minus 15. Ja, okay, vielleicht will ich es doch noch. So, jetzt müssen wir mal nach einer neuen Frau für mich suchen. Das sieht doch gut aus. Maßvoll, schüchtern, religiöser Eiferer. Mein Gemeindereich nach Rom ziehen, mein Priesterkönig zu residiert. Oh, schafft euch Gehör. Also ich habe jetzt sogar Geld plus 1.0, ne? Also Lumi, wenn du mal Geld brauchst oder bei. Ich hab plus 5. Echt? <Wow. lacht> What the fuck? Ich hab 1.2. Ich hatte letztens 0.2 oder so einen Scheiß. Wir können die, glaube ich, mal irgendwie wechseln. Diplomatie. Schwerpunkt Außenbeziehung. Schade, dass man nie irgendwie einfach so Friedensvertrag oder so ein Spaß machen kann wie Knights of Honor. Kannst viele Friedensverträge aushandeln. Muss nur dafür sorgen, dass sie dich mögen. Ja. Friedensverträge. Nee, verwundet kann ich jetzt echt nicht schon leisten. Ich bekomme eine Hauskatze! Was? Ja, weil sich irgendjemand in mich verliebt hat und schenkt mir jetzt eine Katze. Klingt doch gut. Ja, gibt Diplomatie und noch so ein paar Sachen. Hä, wie kann ich einen Friedensvertrag arrangieren? Wie heißt jetzt Flausch? Geht doch gar nicht. Wenn du, im Krieg bist? Wenn du Herrscher machst? Hm? Was? Moment mal, Gräfin Wulfied. Das will ich nicht. So, was ist los? Wenn ich einen Friedensvertrag machen will. Du kannst, musst im Krieg sein mit jemandem, ja? Ja, nee, aber so wie in Knights of Honor, dass man halt so ein... Meinst du ein Bündnis? Naja, nicht Angriffspakt. Du kannst Bündnisse vorschlagen, ja. Auch ohne, aber also das musst du skillen. Das ist ein Diplomatie-Skill, Bündnisse vorschlagen zu können. Das kannst du nicht einfach so. Ja, aber beim Bündnis bist du ja verpflichtet, dem anderen zu helfen. Ein NAP, ja. Wie bei die Stämme oder bei Knights of Honor gibt's ja nicht.
Meine Tochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Warum kriegt die denn die Söhne? Kannst du nicht direkt zu deinem Enkel erben? Wenn die Söhne kriegt, dann... Nee, wenn es nicht eine Matrilineare Heirat. Wenn es keine matrilineare Heirat ist, dann nicht. Eben. Ich weiß auch, ich glaube, ich habe eine matrilinear verheiratet. Aber anscheinend nicht die. Anscheinend. Wie führe ich jetzt hier Krieg? Ich habe hier eine Armee. Also laufe ich jetzt dahin. Kann ich die nicht... Ach, das Fußvolk, die Söldner und der Kram sind alle automatisch mit drin, oder? In meiner ausgegebenen. Ja. Ja. Wieso hat denn da jetzt der mehr als ich? Katze hält die Pestratten fern. Stimmt, das ist auch damals relativ wichtig gewesen. Wo sind meine Armee? Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Was? Ich weiß, dass ich in Wahrheit den Mord kriege, wenn ihr wollt, dass ich nicht schweige. Ja. Verstehe das. Bei Annahme. Ah, jetzt wird gekämpft, okay. Oh, das ist ein bisschen blöd. Mein Ehegattenmord aufzudecken wäre ein bisschen blöd. Euer Ruhm ist weithin bekannt. Ist okay, immer noch nutzlos. Ich jetzt schon als Geisel, okay. Benachbarter Herrscher verlor Krieg von Jidland. Jidland. Desmond, der Mondbär. Hier gibt es echt ein Irrtum von Desmond. Das erinnert mich richtig an. Desmond, der Mondbär. Bin ich hierher gekommen? Ende. Machst du eigentlich jetzt die ganze Zeit? Da oben in deinem... Rollen. Mein Tresen ist mittlerweile Schlesisch. Wird ein bisschen rumgereicht, Jo. Er wird rumgereicht, wie die Mutter. Wird ein bisschen rumgereicht, aber Schleswig hat doch sonst nicht viel. Hm. Da oben ist viel Bewegung drin. Hätte man bestimmt noch irgendwo was absnacken können. Snacken. Jo, abschnecken. Richtig schön die Schnecken ranholen. Ich finde meine Truppen nicht mehr. Wie jetzt, dann löse auf. Du kannst rechts oben auf die Armee klicken und auf alle auflösen klicken und dann musst du halt den Sammelpunkt mal woanders hinsetzen. Ich will aber nicht auflösen. Furchtlos, Schurke. Aber das kostet sonst Geld, wenn du die ganze Zeit da hast und die weißt, wo die sind. Ansonsten, ach nee, du musst erstmal die anklicken, bevor du... Ach. Hä? Hä? Wieso? What? Ich krieg überhaupt nicht durch. Okay, kann das nur so machen. Ich hab einen Sohn! Ne, was? Ich hab einen Sohn! Siegfried, mögest du stark und groß werden. Ich hab einen Sohn. Halleluja! Halleluja, Halleluja, Halleluja! Kind unterrichten. Hab ich ihn jetzt verpasst hier? Annehmen. Kind unterrichten. Nee, die kann im... Nicht von mir. Könnt ihr mal ganz kurz pausieren? Wir sind hier irgendwie 300 Anfragen. Hab pausiert. Aber doppelt pausiert. Oh, das ist ein Kreuzritter. Einer meiner Ritter ist zum Kreuzritter geworden, weil wir ja den Dingens gemacht haben. Du hast nie pausiert, Ben. Doch, ich kann auch pausieren. Ich kann es auch wieder auflösen. Ja, aber da steht pausiert durch Hardcore Saxony. Das sehe ich aber nicht. Okay, jetzt, ich habe die Stadt gekriegt. Kannst weitermachen. Ja, das war jetzt easy. Jetzt habe ich meine zweite Grafschaft. Sag doch, man kann es eigentlich relativ entspannt schaffen. Bisschen die Frage, bin ich jetzt einfach mal Gold von meinem Glaubenstypi da? Wenn jetzt meine Frau ist... Kann ich jetzt irgendwas mit der neuen Stadt machen, dass die wieder happy ist? Du musst mal in den Rat gehen und dann bei dem Ratsmascher wahrscheinlich auf Kontrolle errichten gehen. Ratsmascher... Das ist dann links unten im Rat. Mehr Kontrolle in der Gemeinde und genau. Dann gehe ich auf die Gemeinde, die neu ist, ne? Ja, du wirst dann sehen, dass die rot markiert ist, dass du dort nicht die Kontrolle hast. Die ist nicht rot markiert. Dann hast du da die Kontrolle. Meine Frau ist gestorben. Tja, nachdem sie irgendwie 10 Kinder geboren hat, kann ich das irgendwie verstehen. Auch geil, werte Elodie, ich mag euch zwar nicht geliebt haben und doch setzt mir euer Leben deutlich mehr zu, als ihr es für möglich gehalten habt. Ihr wart immer für mich da, immer an meiner Seite.
immer an meiner Seite, das halte ich für ein... Genau, es gibt so viele Dinge, die ich euch nie gesagt habe. Ach, mein Hofarzt hat mich unterstützt, das sehe ich, finde ich ja interessant. Ach, sehr schön, jetzt kommt meine Affäre. Das so. Ist doch gerade richtig. Jetzt kommt eine Affäre bei dir. Ne, die baggert mich schon die ganze Zeit an und ich habe sie jetzt bisher noch nicht abgewiesen. Aber dann kann sie mich ja jetzt noch ein bisschen weiter anpacken, das ist schon okay. Achso, ich muss das hier machen. Nee, das kriege ich nicht. Das Heilige Römische Reich wiederherstellen. Jo. Moment, das kann ich? Alle vollständig kontrollierten Königreiche außerhalb von Italien werden de jure Teil des Heiligen Römischen Reichs. Königreich von Ostfrankreich wird vernichtet. Das Heilige Römische Reich. Ach nee, Moment mal. Nee, ich muss ein unabhängiger Herrscher sein. Ich muss den Titel von Ostfrankreich haben und sowas. Und meine Reichsgröße muss 140 oder mehr sein, ist bei 6. Bei Knights of Honor zum Beispiel brauchtest du alle Länder rein, die damals dem angehört haben. Dann konntest du das komplett neu gründen. Und dann bist du unter dem Namen geführt worden. Ah, ich bin jetzt Herzog. Ich habe gerade einen Titel geschaffen. Bin jetzt Herzog von... Was ist denn das? Herzog von Jülich. Kann ich das wieder? Ja, Herzog von Zebra. Oh, ich habe mein erstes Enkelchen. Jetzt erst? Ja. Aber meine Kinder waren auch 2 Jahre alt, als ich das Spiel gestartet habe. Das ist das Älteste. Moment, jetzt gucke ich mal kurz. Enkel. Mein ältester Enkel ist schon 11. Und meine erste Tochter ist schon tot. Die habe ich aber mit meinem Lehnsherr, glaube ich, verheiratet gehabt, mit dem König. So, ich hab nicht komplette Kontrolle über die Grafschaften, die ich von Anfang an habe, aber über die ich gerade eingenommen habe. Es kann sein, dass sich dort so eine Art Rebellion bildet, wenn die sich schlecht behandelt fühlen, ja. Die nordische Kultur hat nicht die Innovation Motten. Oder, ja. Oder wenn du die falsche Religion oder die falsche Kultur hast, dann sind die auch dagegen. Finde ich denn jetzt die Bitch, die mich angebaggert hat, dass ich die heiraten will? Die Bitch. Ist eine gute Frage. Nächste Frage. Sonst noch welche Fragen? Könnt ihr alles vielleicht beantworten? Ihhh, mein Sohn hat eine Affäre mit seiner Schwester. Wolltest du im Saarland? Das hört sich sehr gut an. Lumi hat Bekannte im Saarland. Das darf echt nicht bekannt werden. So eine Scheiße. Schöne Inzucht. Moment, ich muss mal kurz, glaube ich, ein paar Geheimnisse da aufdecken. Nee, wo war das? Halt dich bloß fern hier von meinem... Moment mal. Warum bin ich nicht mehr Teil von Westfranken? Wieso bin ich jetzt wieder Teil von Lothringen? Tja, du wirst rum. Westfranken ist wieder auseinandergebrochen. Jetzt ist es wieder wie am Anfang, nur dass Westfranken und Lothringen kleiner sind. Oh, war das easy mit dem Kriegsführen? Jetzt habe ich echt 2 Grafschaften. Das hat nicht mal 10 Minuten gedauert. Ja, sag ich doch. Hätte ich vielleicht früher machen sollen. Ah, und ich habe Vorteile, die habe ich ganz vergessen. Musst halt nur gucken, wer um dich rum schlechter dran ist als du. Den nimmst du ein. Ganz einfach. Durch die Ische, mit der ich da jetzt rumgeflirtet habe, die hat mir jetzt einfach einen Punkt in Diplomatie geschenkt, weil ich das Richtige angeklickt habe. Ja, kann passieren. Sehr interessant. Also ich glaube, dass es dann alles verschwindet, wenn man dann zu seinem Sohn übergeht. Ja, dann kannst du es halt neu machen und einen neuen Spielstil verfolgen. Außerdem, es verschwindet nicht alles. Du kannst ja deinen Sohn ausbilden und so ein bisschen formen, wie du es haben willst. Ja, aber jetzt gerade poppt er mit seiner Schwester und ist verheiratet. Ich habe überhaupt keinen Einfluss auf den momentan. Also ich meine, Sirius, den soll ich nachher übernehmen? Ja, es ist, du kannst den aber auch versuchen umzubringen und den anderen zu übernehmen, dass die Erbfolge sich ändert. Sohn, glaube ich. Oder du kannst ihn enterben. Du kannst ihn auch einfach enterben, das kostet dann aber hier Dynastiepunkte, die Bekanntheit der Dynastie, die rechts oben ist. Ich will dem nicht den Krieg erklären, glaube ich. Moment, die sind mir unterlegen. Vielleicht will ich den doch einen Krieg erklären. Vielleicht doch eher Leon als Erbschaftszeuge. C-Land als Ziel. Wir müssen jetzt auch mal langsam meine Kiddies hier. Alter, du bist schon 20 und hast keinen Ehemann. Du hast bestimmt noch nicht ausgebildet,
Diplomatie. Hör auf mich zu sehen, also mit Finger zu wechseln, das Blut in seinen Händen. Das Zeichen steht nicht für euch, Fürst. Eine Hände und ein Blut zeigen von meiner Herkunft, sie ist dunkel und voll tot. Ja, ich weiß, dass ich jemanden umgebracht habe, jetzt entspannt euch mal, ja? Geht's heiraten wirklich mal? Du darfst den nicht in den Krieg rufen. Ach, Moment mal, gegen den ziehe ich gerade. Gegen den ziehe ich gerade einen Krieg. Das ist auch super. Hier steht. Ne, mein Bürgermeister findet jetzt irgendwie knuddelt meinen Flausch. Und was? Knuddelt meinen Flausch, das ist auch mal eine Umschreibung. Knuddelt halt immer eine Katze, ja. Und dann sagt er, ihr habt da ja eine zauberhafte Katze, mein Fürst. Und ich kann antworten, wie scharfsinnig von euch. Und dann kriegt er mehr Meinung von mir. Weil ich so einen blöden Satz gebe. Okay, ist ja schon meine. Das ist zum Beispiel, bei der Diplomatie gibt es zum Beispiel zur Herrschaft erzogen, Kinder erhalten 1 bis 3 zusätzliche Wertpunkte, ist zum Beispiel auch ganz nett. Okay, du bist eindeutig mit dem Felix verheiratet. Moment, warum kriegt denn mein Sohn nix? Er kriegt keinen Wertpunkt, finde ich frech. Warum, Moment, wer ist mit Felix verheiratet? Eben, deswegen habe ich auch gerade aufgestützt. Ich bin mit deinen ehemaligen Söhnen verheiratet. Und du hast jetzt gewechselt, oder? Ja. Felix verteilt überall seinen Namen. Überall wird mal reingelunzt. Scheint eine komplett um eine Person zu ermorden, und zwar mich. Ich soll ermordet werden? Frechheit. Frechheit. Das ist wunderschön, aber alt. Das kann ja nicht wahr sein. Hat vererbbar? Hier ist nichts vererbbar. Ich will nicht. Weil Lumi gerade gesagt hat, sie ist schön, aber steinalt. Ach so. Sie hat trotzdem auch Kinder machen. So. Ach Quatsch. Wo ist denn hier die Stadt? Ist das die Stadt? Grafschaft von Zeeland, ich glaube. Schon mal aufgedeckt. Ich glaube. Ich will eine Meerstadt haben. Ich will Zugang zum Meer. Ich fordere einen Meerzugang. Das ist eigentlich eine gute Idee. Ich könnte mich auch mal nach da oben vorarbeiten. Oder nach da unten ans Mittelmeer. Hm. Hast du aber einiges vor, wenn ich so sehe, wo du bist. Ach. Du bist doch Sens, oder? Ach nee, Moment mal, bist du nicht mehr. Ich bin nebendran. Ja, das sehe ich aber nicht mehr, weil ich nicht mehr in eurem Reich bin. Miano und Dijon bin ich jetzt. Wie gesagt, ich sehe das nicht mehr, weil ich nicht mehr in eurem Reich bin. Moment, mein Lehnsherr hat wieder einen Krieg begonnen. Moment mal, was? Ist auch egal. Ist, glaube ich, nicht wichtig. Ich krieg dieselben Ärzte vorgeschlagen? Euer fucking Ernst? Wie dieselben Ärzte? Ich habe für uns einen Arzt gesucht, habe 2 Personen bekommen. Und jetzt habe ich gesagt, keiner kann mich beeindrucken von den beiden. Jetzt habe ich wieder auf Arzt suchen gekriegt, krieg wieder dieselben. Du kannst auch einfach Leute von deinem Hof mit hoher Bildung als Arzt einsetzen, ne? Meine Herzogin ist schon wieder schwanger. Bitte noch. Ne, bitte nicht noch einen Sohn. Jetzt werden eher Töchter besser. Ehrlich gesagt. Neugierig. Will ich sie jetzt verheiraten? Bei der ist mir ja egal, die muss ja nicht. Jo. Also, ne, meine 7-jährige Elvira, ich verheirate dich mal kurz eventuell an einen 78-jährigen König. Gut. Aber der hat halt 2000 Mann Armee. Da muss man halt mal. Achso, ich hab immer noch keinen Ehepartner. Wie finde ich denn jetzt verdammt nochmal meine Affäre? Weiß ich doch nicht. Musst den Namen wissen, dann kannst du unten bei den 3 weiß Punkten suchen. Hä, und wie kann ich einen von meinem Hof als Arzt nehmen? Einfach rechtsklick und als Hofarzt einsetzen. Ich bin gestorben? Ja, anscheinend. An Alter Schwäche, spielt jetzt als Graf Alfonso von Lumiano. Graf Alfonso betritt. Okay. Will ich jemanden foltern? Gewinne ich da was? Oder, na. Wieso habe ich jetzt die Show nicht mehr? Weil wenn du mehrere Erben hast, zerfällt dein Reich. Ich habe aber nur einen. Ich würde behaupten, du hast dann 2 gehabt, mindestens. Jetzt musst du die Erbschaftsfolge da in den einzelnen Grafschaften im Auge behalten.
Ich mag das Spiel nicht. Das ist doch scheiße, warum erbe ich nicht einfach mein Hauptherr, aber alles von Dings? Dazu Die muss. Chance gehört jetzt auch nicht meiner Schwester oder irgendwie sowas. Wem gehört's denn? Ah, doch, Bruder und Freund von euch, Graf Leon. Ja, warum wird das da du nicht hast also zwei Erben. Du hast einfach zwei männliche Erben gehabt. Ich hatte aber einen Haupterben. Ja, der Haupt. Du musst das irgendwo einstellen, dass er dann alles erbt. Du musst den anderen enterben. Ansonsten wird's immer aufgeteilt. Am Anfang zumindest. Du kannst erst später. Das ist doch nicht in Ordnung. So, sehr gut. Ich habe noch eine Tochter gekriegt. Perfekt. Brigitte. Ich hätte mal lieber Lumi. Sonst kann ich meinen eigenen Bruder angreifen, um wieder die Grafschaft einzunehmen, oder was? Kannst du machen, oder du verbündest dich mit dem. Ich will mich nicht mit ihm verbünden. Ich will die Grafschaft haben. Ich will die Grafschaft haben! Ja. Hier, Lösegeld fordern. Da darf ich kein Lösegeld für fordern. Und ich darf schon kein Lösegeld fordern. Das ist doch kein Ratskanzler und kein Ratsverwalter. Also. Ja, weil natürlich, du musst jetzt alles neu besetzen. Das ist, wenn jemand stirbt, ist immer ein bisschen schwierig. Komm schon, Schlacht! Sterben ist immer noch nicht so gut. Muss ich mal so festhalten. Ich werde echt überlegen, wie ich das gegen meinen eigenen Bruder vorziehe. Das nervt mich jetzt schon. Kann ich mir das nicht irgendwie anders abluchsen? Nicht mehr, wenn es soweit ist. Dann ist es halt ein anderer Herrscher. Ja, Ratsposten? Oh, mein Ratskanzler ist gestorben. Der ist natürlich blöd. Ein Ratskanzler ist gestorben. So, jetzt besiegen wir den hier nochmal. Vielleicht bringen wir das schon auf die 100%. Dann hätten wir wieder eine. Dann hätte ich meinen Meerzugang zur Nordsee. Jetzt ist ja natürlich auch mein Ruhm weg. Nee, noch nicht ganz. Ja, dein Ruhm und alles ist weg. Also, war dann aber auch ein unverhoffter Tod. Normalerweise, wenn du natürlich einen Tod stirbst, kriegst du einen Hinweis, dass du bald sterben wirst. Mir ist einfach umgefallen, war weg. Ich sag ja, ist ein unverhoffter Tod. Leerer Ratsposten, schon wieder leerer Ratsposten hier. An den Hof rekrutieren, 37. Zuweisen, 17, jawohl. Zeland rebelliert, ja, ich sehe schon, dass die hier gerade sich irgendwie zurückerobern wollen. Da bin ich gar nicht dafür. Wird einfach mal zu Brei geschlagen, wenn hier so rebelliert werden soll. Ein männliches Kind. Ach, die haben sogar eingenommen, verdammt. Ein männliches. Genau, ein männliches Kind ist ja auch vollkommen okay. Das ist sogar ziemlich perfekt, außer. Also, du kannst unser Reich, kannst du, wenn du. Können wir noch nicht. Du musst auf die zweite Stufe gehen, dann kannst du auch erst Leute enterben. Du hättest gar niemanden enterben können. Wie in der zweiten Stufe? Wenn du rechts oben die grüne Krone mal anklickst, da hast du Lehnsautoritätsstufen. Du brauchst die zweite Stufe, dann kannst du erst. Das Nachfolgerecht wechseln. Und ich glaube, sonst kannst du niemanden enterben. Ach so. Also mir nur für den Kopf, daran habe ich mich dabei gewöhnt. Reich. Hm? Wo warst du jetzt? Sorry, sag's nochmal, ich war rechts woanders. Die grüne Krone. Ja. Ja. Und dann? Ja. Und dann ist dann. Sind dort Stufen 1, 2, 3, 4. Lehnsautorität. Ah, und ich muss eine größere haben, um selber du, zu entscheiden. Und auf Stufe, genau, je höher das ist, desto mehr kannst du beeinflussen, wie die Reichsverwaltung sozusagen abläuft und wer was erbt und sowas. In anderen Worten, wenn ich jetzt die Chance wieder einnehme, weil es mein Bruder gehört. Kannst, wenn du es dort nicht änderst. Ja, ja. Okay. Und das kann auch anders aufgeteilt werden, hast du vielleicht deinen Hauptsitz nicht mehr. Gut, schlussendlich mein Tod war jetzt nicht so schlecht. So schlecht ist der Zeit, mein Sohn nicht. Ich hole mir die Jean wieder zurück. Warte mal, wie ist denn dem seine Haupterbe? Okay. Das heißt, es nützt auch nichts, wenn ich ihn ermorde. Er hat schon ein Kind.
Ah, doch, das Kind ist wahrscheinlich erstmal weniger aggressiv unterwegs. Nehmt ihr nicht meinen Aachen ein? Oh, ich habe nicht aufgepasst, ich war nicht schnell genug. Ihr geht mir so hart auf den Keks, wisst ihr das? Verdünnisiert euch. Jetzt muss ich meine eigene Stadt wieder einnehmen. 8 Monate lang. Es sind zu viele Armeen. Ich glaube, ich muss die Armeen platt machen. Zu einem Morden, so ein Schwachsinnig greift ihn einfach an. Ihr seid. Oh nein. Spielt jetzt als Herzog Ja, das ist mein Sohn. Ich bin gestorben. Uncool. Und ich bin mitten im Krieg. Noch uncooler. Erstmal einen weißen Frieden aushandeln hier. Das ist irgendwie voll der Kinderkrieg gewesen. Meine Gegnerin war auch in eine kleine Frau. Ah, oh, sehr gut. So, was nehme ich jetzt? Bildung, Diplomatie. Hier mal Diplomatie, Lebensweg. Lehrer, Rats. Boah, Gott, jetzt muss ich lernen, Ratsposten neu besetzen. Dann mal hier zuweisen. Vasall von euch zuweisen. Oh, shit. Nee. Nee. Kann ich hier vergeben an. Ritter von euch. Ja, komm. Titel vergeben. Und wir müssen noch einen vergeben. Vergeben an. Ratsspitzel und Ritter von euch. Titel vergeben. 1,0 hier und Kleve geben wir noch an jemanden. Dann sind wir wieder in unserer Domänenschwelle. Oh Gott, ich habe meinen Bruder eingeladen, mit dem ich Krieg führen will. Dabei mache ich nur dieses blöde Fest mal, damit ich genug Ruhm habe, um anzugreifen. Du hast deinen Bruder zu einem Festmahl eingeladen, nur um gegen den den Krieg zu führen. Das klingt logisch. Das klingt logisch. Nicht vom Bischof gebilligt. Ich glaube, ich darf auch noch keine Komplotte schmieden, wa? Ja. Ich darf nur ein Geschenk schicken, das kann ich machen. Jetzt aber hier Krieg erklären. Endlich. Ich glaube, es lohnt sich aber nicht, 150 Gold dem in den Rachen zu werfen dafür. Oh, enterben kann ich. Ja, enterben kannst du. Dann bleibt es auch bei dem einen Erben, den du hast. Aber damit dann dein Erbe stirbt, hast du ein Problem. Ja, aber wenn man mein Erbe stirbt, kann ich aber jemand anderen zum Erben nehmen, oder? Nicht so einfach. Wieso? Weil es so ist, wenn du enterbst, ist er enterbt. Du kannst nicht wieder reerben. Also, das ist nicht so einfach, wie gesagt. Hier. Ihn ausheben. Baue mir mal ein bisschen. Haben wir halt nur noch 3 Grafschaften unter direkter Kontrolle. Das andere ist von Vasallen jetzt kontrolliert. Das wird schon. Als Kind zu spielen, zackt halt einfach. Und da ich jetzt eh noch keine Ehepartnerin brauche, muss ich erstmal gucken, ein bisschen, was ich für Traits entwickle. Nicht, dass ich mich wieder da vertue. Viele hier pervers sind in diesem Spiel. Pervers ist ja auch nicht wirklich was Negatives. Nee, eigentlich nicht. Ist einfach nur, du vögelst mehr. Mein kleines Pausbäckchen. Moment, meine Mutter ist eingekerkert? Wieso ist meine Mutter eingekerkert? What? Eingekerkert durch Königin Ermingarde. Auslösen. Für 25 Gold. Auslösen. Ich gebe meine Mutter zurück. Damit mein Kind zumindest nicht ohne Mutter aufwachsen muss. Ist mein Ratsmitglied gestorben? Oh, nehmen wir den.
Ja, 23. Die Belagerung geht jetzt nicht weiter, die belagern dann die kleine, als sie gar nicht so ohne ist. Das war letztes Mal auch so und dann habe ich trotzdem gewonnen. Du hast keinen Belagerungsfortschritt mehr, da deine Armee zu klein ist. Du hast weniger Leute in der Armee, als in der Stadt sind. Ja, I know. Das war letztes Mal auch so. Und dann hat der Typ aber irgendwann aufgegeben und ich habe die Stadt gekriegt. Ja, aber deine Armee wird auch immer wieder kleiner, während die belagern. Also die verlieren Leute, ne? Irgendwann hast du keine Armee mehr. Das ist die Frage, was zuerst eintritt. Also eine Stadt belagern ist schon sinnvoll mit einer Armeegröße, dass du die Stadt auch einnehmen kannst. Ansonsten dauert das Jahrhunderte, wenn er Langeweile hat. Na gut, jetzt habe ich halt nicht so die Kriegsführungsqualitäten von meinem Vater. Ja, wie gesagt, ich habe meinen Krieg auch gerade mit dem Weißen Frieden beendet, wo ich eigentlich angegriffen habe. Hm. Oder ich hebe halt noch ein paar Armeen aus, kaufen und ein paar Söldner aus. Kann den da unten den Krieg erklären? Ebenbürtig 400... Oh. Kannst auch Söldner ausheben, kannst auch Söldner anwerben. Was? Mein Neffe Ehrenfried geht mir auf die Nerven. Der ist 7. Ich bin 6. Als ob ich dem jetzt... Was? Wir müssen mit Anspannung leben. Was? Wir werden überfallen? Hey, 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 hey. Hier. Alle Armeen ausheben. Auf geht's. Rinder. Hier nichts überfallen. Was sind denn Onaga? Sowas wie Katapulte, glaube ich. Nur eine Vorversion davon. Hm? Gut zum Belagern. Ja, das hilft. Müssen wir erstmal unser Gold hier zurückholen, wenn ich hier... Ich wäre überfallen, ey, von irgendwelchen Barbaren. Ach sowas. Von irgendwelchen Zählern. Moment, bist du das? Hoffentlich nicht. Ich? Nee. Irgendwelche Zählern-Barbaren sind das, glaube ich, gewesen hier. Ich habe 35 Gold zurückgeholt. Warum darf ich ihn hier nicht auflösen? Warum ist die... Ach so, die Größe mache ich ja. Was ist mit der Größe? Nix. Weil bei mir Größe 1 von 5, Größe 1 von 5 steht. Jetzt habe ich 2 von 5, aber wo sind die? Was? 2? Das ist, du kannst maximal... Du musst sie noch ausheben. Du musst noch auf Armee ausheben drücken. Wo drückt? Hä? Du musst keine dazu. Nee, du hebst die wieder am Sammelpunkt aus. Ja, aber dann müssten die am Sammelpunkt stehen, oder? Ja, da oben ist ja ein blauer Balken und der muss ich ja erst füllen. Ach so. Ja, wenn du es ja anwirbst, hast du meistens irgendwie nur ja 1 von 10 oder sowas. Da kriegst du einen dazu. Herzlichen Glückwunsch. Ach, das dauert dann. Ja, die müssen erstmal angeworben und ausgebildet werden. Oh. Sie wird unser Quälgeist. Och, jetzt habe ich einen Quälgeist. Also die Kinder-Events sind schon ein bisschen merkwürdig. Heiraten und nicht vergessen, nee, ich bin noch 6, deswegen warte ich erstmal kurz, bis ich zumindest ein bisschen klar ist. Oh Gott, die wurde aber hart gequält. Wie sieht denn meine Mutter aus? Ja, okay. Warum sieht denn deine Mutter aus? Und warum hat meine, ne, die, Moment, meine Mutter ist 19. Stimmt, da war ja was, die ist neu verheiratet mit dem 16-Jährigen. Mit dem König ist sie neu verheiratet. Moment, aber ich habe nichts verloren. Die ist mit dem König von Lothringen verheiratet, die Sau. Kann das sein? Nee. Hä? König Renard? Doch, von Lothringen. Nicht gesagt. Aber die wurde ordentlich gequält. Meine arme Mutter. Das baut noch. Können wir hier noch was bauen? Oh, wir können hier noch was bauen. Theoretisch. Das haben wir ja schon woanders. Hier, Höfe und Felder. Richten. Ich gebe mein Geld immer, wenn ich jetzt schon nichts machen kann, gebe ich mein Geld dafür aus, dass ich schön viel Geld später einnehme. Immer eine gute Idee. Ich habe jetzt schon in den 3 Grafschaften, die ich noch habe, übrigens kann ich wieder mehr haben. In den 3 Grafschaften, die ich noch habe, habe ich jeweils Höfe und Felder angeleiert. Da kriege ich überall plus 0,5. Also insgesamt plus 1,5. Okay. Oh toll, jetzt kann ich selber entscheiden, meine Schwester zu beschlafen. Ja, mach doch. Komm, vögel deine Schwester, schöne Inzucht. Mm, yum, 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 yum. Jetzt habe ich mich nicht schnell genug entschieden, jetzt ist es weg. Wahrscheinlich habe ich sie gevögelt. Meistens macht man die schlechte Variante dann davon, ja.
Ich will als 7-Jährige keine 18-Jährige heiraten. Das ist irgendwie, auch wenn die wunderschön sind, ist das irgendwie nicht so geil. Aber eine 5-Jährige, die intelligent ist. Wenn sich da was machen kann, dann. Das sehe ich. Bourbillon klingt lecker als nächste Provinz, ja, ne? Der hat nur 500 und er hat keine Verbündeten. Ich glaube, ich kann ihm sogar schon einen Krieg erklären. Aber ich will jetzt eigentlich als. Wobei, du könntest jetzt einnehmen. Ich habe jetzt wieder. Aber als Königs. Als Kinderkönig, als Kinderherzog hier Krieg führen? Auch ein bisschen merkwürdig, oder? Aber er hat ja nur 589 und ein Ritter. Wie sieht jetzt eigentlich mit unserem Ritter aus? Ah, 6 haben wir da. Zwingen. Oh, wir müssen mal Ritter an den Hof holen. Wir haben gar keine guten Ritter mehr. Ritter einladen. Auf geht's. Oh. Ja gut, so viel zu unserer Ehre. Wir haben jetzt noch 17 Prestige. Und ich glaube, das darf ich noch nicht. Ich darf, als Kind darf ich kein Festmord und Jagd veranstalten. Das ist ein bisschen ein Problem. So, jetzt habe ich meinen eigenen Bruder wieder als Geisel. Jetzt müsste das doch klappen, oder? Ja, ich krieg einen Haushund. Yes! Schnello, der Haushund. Kinderkrieg mit Kindersoldaten. Nee, mit Erwachsenensoldaten. Kinderkrieg mit Erwachsenensoldaten. Das ist ja das Merkwürdige daran. Moment, ist hier nicht gerade noch jemand eingetroffen? Ich dachte, wäre schon unser zweiter eingetroffen. Aber jetzt haben wir hier einen 7-Jährigen und eine 6-Jährige, das passt schon ganz gut. Und sie ist sogar in der Gesundheit besser als ich. Ja, ihre Gesundheit ist gut. Meine Gesundheit ist, glaube ich, nur normal. In Ordnung. Achso, unser. Ja, wir haben keinen Hofarzt mehr. Haben wir irgendjemanden gut gebildeten hier? Hier 11. 11 ist doch ganz okay, oder? 11 und scharfsinniger Intellektueller. 2 weitere als Hofarzt einsetzen. Hofarzt eingesetzt. Gast in euren Hof geholt. Volk, was jetzt mit dir. Achso. Moment, die werden schon wieder überfallen. Oh, Leute! Wo sehe ich denn, wen ich als Geisel habe? Oder wen ich im Kerker habe? Unter Hof und dann hast du rechts oben Gefangene. Was ist denn weiser Friede? Wo nichts passiert und sie alle auf einen Unentschieden einigen. Die Forderungen erzwingen. Lehrer, warum, was, Moment, ich muss mal kurz pausieren. Hier ist so viel bei mir gerade. Druckmittel einsetzen, leere Ratsposten. Warum ist denn mein Ratsmarschall schon wieder gestorben? Aha. Oh, hier, zuweisen. So, jetzt kann ich weitermachen. Sorry, Leute. Die Schau wieder, sehr schön. Du hast den Jean wieder. Die Jean. Also so, du hast den Jean wieder. Moment, warum habe ich jetzt eigentlich wieder 4? Ah, ich habe Antwerpen zurückbekommen. Entschuldigung fürs Lautwerden. Mein Ratsmitglied, dem ich das gegeben habe, gestorben ist, habe ich zurückgeerbt. Das ist ja durchaus eine Option. Wenn der Ritter einfach keine Nachkommen hat, die mir das gibt, dann erbt man das zurück. Nee, nicht geschenkt. Mein Ratsmitglied ist gestorben. Ich glaube, dadurch habe ich es bekommen. Ja. Denke ich. Und mir eine Gefangenen mal freigeben. Oder ist er einfach enterbt und weg? Oder also. Der existiert noch und ist enterbt. Der wird seine Sachen tun. Ihr verliert 10 Schrecken. Ich weiß nicht, ob ich Schrecken verlieren will. Ach, das ist alles von meinem Vater hier. Freilassung verhandeln. Freilassung verhandeln. Freilassung verhandeln. Hier. Wir sind ein netter Kinderherzog. Wir lassen erstmal alle frei aus unserem Kerker. Die haben so nett mit uns gespielt, weil sonst niemand mit uns spielen wollte. Ja, finde ich auch geil. Oh, das müsste gleich fertig sein. Genau, Getreideäcker fertig. Dadurch kriegt man noch mehr Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Kohle, 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 Kohle. Schalala.
Oh ja. Jetzt gibt's aufs Fressbrett. Oh ja. Coole, coole, coole. Du kannst sagen, wir schon wieder geplündert. Wo kommen denn die immer her? Räuber von Haterbier. Wo kommt denn Haterbier her? Jarltum von Schleswig. Die Schlesen kommen hier runter plündern? Moment. Lumi, was macht denn Italien in der Bretagne? Wie kommt denn Italien hier hoch? So, wie sieht's denn bei dir aus? Was? Moment. Du da. Du hast immer noch keine Verbündeten und immer noch. Okay, sehr gut. Dann werden wir wohl mal den Krieg erklären, würde ich mal behaupten. So, ich hab eine neue Länderei. Schneller wird meine Seite sein. Ich darf kein. Moment, Kriegskunde nicht ausgewählt. Ich darf Krieg erklären. Was? Guf Malus 57 entehrt. Ich glaube, ich bin mit dem verbündet. Was? Wer ist mit wem? Nee, ich hab hier. Moment, aber jetzt ist das auch schon wieder von jemand anders eingenommen worden, oder? Mit wem redest du denn? Mit mir so ein bisschen. Achso. Er gewöhnt sich dran. Doch, also wenn ich jetzt einen Ruf, hier steht, krieg 750 Rufmodus, wenn ich den Krieg erklären würde. Ich glaube nämlich, ich bin mit dem verbündet. Ach nee, ich kann mir die Kosten des Krieges nicht leisten. Ich habe nicht genug Prestige für Krieg. Prestige ist als Kind ein Problem. Können wir die Jahre ein bisschen schneller durchspielen? Nee. Das ist schlecht. Ich bin eigentlich auch gerade zufrieden. Ich habe übrigens eine neue Insel. Sehr schön. Welche Insel hast du denn geholt? Moment. Island? Hm? Ach, du hast die. Ja, genau. Die hat eine Aufgeburt von 800, die habe ich mit 2400 mit einmal geschluckt. Mir ist nicht klar, wie die überhaupt 800 Leute auf die Insel gebracht hat. Geschweige denn, dass da noch andere Leute leben. In Palisade und so ein Scheiß mit höherer Ausbaustufe. Gut organisierter Aufgebotsdienst. Oh! Pause, Pause. Ist da jemand gestorben? Ja, ich. Da ist jemand gestorben. Er war bekannt für seine sadistische Art. Aber Island hatte nur einen Erben. Ja. Nicht aufgeteilt. Spielt mal langsam weiter, ich muss mal kurz weg. Wir spielen gerade gar nicht weiter. Ja, ich meine, wenn viele. Wieso bin ich eigentlich zwei Drittel von Lothringen? Was ist denn das hier? Ach nee, Oberlothringen gibt's noch. Wollte gerade sagen. Nee, Oberlothringen ist nicht mehr Lothringen. Da werden hier gerade harte Gefechte ausgefochten. Verteidiger, Angreifer. Moment, bin ich auf der Verteidigerseite? Euer Hochmut kennt keine Grenzen. Ja. Unbesorgt. Bald schon werde ich euch eine Lektion in Demut erteilen. Okay. Hey, Moment, jetzt mal. Jetzt mal. Okay, Ränkespiel darf ich nicht machen und gegen meinen Lehnsherr darf ich wahrscheinlich auch keine Unterfraktion machen. Es ist nicht möglich, so schon, wenn man nicht erwachsen. Ach komm, nicht erwachsen sein sackt. Das ist wirklich blöd. Und ich glaube, ich kriege komplett zufällige Eigenschaften jetzt, weil ich keinen Vormund habe für mich. Ach doch, ich kann meinen Vormund suchen. Oh no! Ich hätte mir die ganze Zeit einen Vormut suchen können. Damit ich bessere. Oh, und Normandie. Das meintest du. Ja, damit ich bessere Eigenschaften krieg. Oh nee, jetzt habe ich irgendwie 3 Jahre ohne Vormund zugebracht. Das kann ich gleich aber mal machen. Das ist doch schlecht. Das ist doch schlecht. Übrigens können wir auch gegenseitig unsere Kinder so als Vormunden hin und her schieben, wenn wir in diplomatischer Reichweite wären. Ich glaube, mit Island da oben in der Ecke wird es ein bisschen knapp. Aber sonst könnte man das hin und her schieben. Irgendwie ist hier mit. Das, also Westfranken und Lothringen, da zerfällt gerade einiges. Da passiert echt viel. Da gibt es so viele Losgelöste schon. Moment. Über die Mainschwelle.
Du hast zu viele, du hast zu viele Grafschaften für für den Herrscher, den du jetzt hast. Der hat die Skills nicht für so viele Grafschaften. Und nun? Wenn du ein Herzog oder ein Königreich bist, was ist das, Oberhäuptling bei dir? Oder Jarl ist, glaube ich, auch Königreichniveau. Du kannst das einfach an Untergebene abgeben. Ja. Du kannst einfach auf Sachen, die dir möglichst wenig bringen an Geld, weil du kriegst das Geld dann nicht mehr direkt, du kriegst nur noch so ein bisschen 10, 15% Steuern davon, kannst du es einfach Sachen abgeben. Also wenn du auf die Grafschaft klickst, kannst du dann unten links vergeben anklicken und dann an zum Beispiel an Ritter oder so kannst du das vergeben. Du musst aber aufpassen, das steht aber da, wenn das ein Problem ist. Musst aber aufpassen, wenn jemand dadurch in Rang aufsteigt, kann es sein, dass er auf dem gleichen Rang ist wie du und damit würde der unabhängig werden von dir. Ist schlecht. Wie gesagt, da steht dann aber ein rotes Ausrufezeichen oder ein großer roter Hinweis. Wenn das passieren würde. Dein Sachsen hält sich übrigens immer noch, ne? Häuptlingstum von Sachsen. Häuptling Rikisa Rolandstier von Sachsen. Hat auch nur noch Sachsen. Mit 96 Leuten. Das sehe ich ja jetzt erst. Und wie kann ich hier? Ja, Kann ich nein, doch, vielleicht. einen höheren Titel mir holen? Du hast doch rechts unten da hast du die normale Ansicht für Reiche, dann hast du die Herzogtümertitel, Königstitel und Großreichtitel. Du bist übrigens nur auf Herzogniveau. Kleiner Hinweis, also wenn jemand auf Herzog aufsteigt, dann. Ich gehöre zu Skandinavien. Zu Norwegen gehörst du. Zum Königreich Norwegen. Wäre das. Und du kannst dann, wenn du das machst, auf die Titel klicken und dann hast du links unten Titel schaffen. Wenn du jeweils die Titel anzeigen lässt. Ja, also wenn du zum Beispiel jetzt auf Norwegen klickst, dann hast du links unten Titel schaffen und oben drüber steht, was du dafür brauchst. Brauchst 15 Grafschaften, die dazugehören nach dem Recht. De jure heißt sozusagen auf dem Papier. 500 Gold und musst mindestens Noch zwei gut. Herzogtümer als eigene Kontrolle haben. Also brauchst du vorher die Herzogtümertitel, die in dem Bereich liegen. Oder musst zumindest generell, glaube ich, nur zwei Herzogtümer haben. Und dann kannst du für 500 Gold ein König werden. Ich will Golf spielen. Wieso willst du Golf spielen? Das ist doch das Coole, dass das ein bisschen komplexer ist. Da kann man ein bisschen mehr machen. Oh, Spaß. So. Außerdem ist das doch gar nicht so. Du kannst ja einfach hier nach England gehen. Wir besetzen einfach die Isländer. Du schreibst neue Geschichte. Die Isländer werden einfach England vom Norden aus erobern und komplett unter ihre Kontrolle bringen. Das Doofe ist, Der erste englische Großkönig wird klick ein mal die Isländer. einzelnen Länder rein bitte an. Was, von Island oder von England? Von England. Und Ja guck und? dir mal die Diplomatie an. Die sind fast alle verbrüdert, verschwägert oder hast du nie gesehen. Kannst du knicken. Die machst du nicht platt. Dann brauchst du einfach auch selber ein paar Verbündete. Das Problem ist eher, dass Alba alleine 4.500 Leute hat. Ja, zum Beispiel. Nur oder wegen euch? Hm? Passiert ihr noch wegen mir oder wegen euch? Nee, weil vorhin jemand gerufen hat, wir sollen pausieren. Aber ich habe jetzt weitergemacht. Ich habe gesagt, langsamer weiterspielen, nicht pausieren. Wir waren halt Ja, was? einfach Wie im willst du Reden. langsamer weiterspielen? Wir sind doch auf Stufe 3, oder sehe ich das falsch? Könntest theoretisch auf die Stufe 2 oder 1 runterschalten, aber jetzt nicht mehr. Kind unterrichten, euer Mündel wird unterrichtet, ja. Bla bla. Ich bin immer nur noch neugierig. Moment. Wieso sehen eigentlich junge Mädchen in dem Spiel, die nicht super gesund sind, so extrem ungesund aus? Ach nee, Gesundheit schlecht. Die ist vielleicht auch einfach ungesund und Schwindsucht und besessen. Können wir das Verlöbnis nochmal rückgängig machen? Kannst du die Ehe brechen, oder? Verlöbnis brechen. Verliert 10 Jahre lang 30 Meinungen von euch und der Typi verliert. Ja, das ist, glaube ich, okay. Auch wenn die intelligent ist, ich will nicht mit einer Besessenen verheiratet sein. Warum bin ich? Oh, Eigenschaft gerecht, zynisch, maßvoll. Gerecht ist, glaube ich, gar nicht so geil. Verwaltung, Rangespielbildung, Meinung, Vasall. Zynisch, Ich kann mir selber keinen Rangespielbildung. Fumen zu. Doch kannst du. Nee. Nicht. Also ich habe es gerade gemacht.
habe mir selber einen Vormund zugewiesen. Wie alt bin ich? 13. Ist vielleicht einfach zu spät. Cool, ich habe schon ein kleines Kind. Toll. Wir brechen das Verlöbnis. Das ist mir zu heikel, mit einer Besessenen irgendwie verlobt zu sein. Halbschwester. Ach so, die Halbschwester geht auch. Wie alt bin ich? 9. Ich glaube, wir warten lieber noch mal ein bisschen. Bis wir irgendwie 12, 13 sind. Oh, wir haben wieder was geerbt. Und wir haben wieder einen leeren Ratsposten dadurch, weil wieder was geerbt wurde. Jacqueline von Sachsen hat vererbliche Eigenschaften schlau und wunderschön. Läuft. Die Jacqueline ist schlau und wunderschön, die Jacqueline. Die Jacqueline, die ist schlau und wunderschön. Chance auf Kinder moderat. Die erhält 800 Prestige und ich nur minus 200. Was? Ja, weil sie in im Stand unten drunter ist. Weil sie unter dir im Stand ist. Deswegen. Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Okay. Also wenn du jemanden heiratest, der einfach im Stand unter dir ist, ist es halt ein Problem. Errichten wir nochmal ein Armeelager und hier können wir mal, glaube ich, die Garnison erhöhen. Ich habe einen Laufhund bekommen. Mein Schnello wurde zum Laufhund. Das finde ich immer eine ganz gute Option. Ehrlich gesagt. Okay, jetzt schon. Ich habe jetzt wieder plus 5,8 Gold? What? Wo kriege ich denn das ganze Kohle her? Okay. Okay. Hat Königin Duce den Krieg erklärt. Königin Maria hat Königin Duce den Krieg erklärt. Da geht es da unten um Burgund. Oh, wir haben Lothringen wieder eingenommen. Ja. So viel zu Oberlothringen. Nix Oberlothringen. Übrigens habe ich mich vorhin vertan. In der Normandie wurde ich vorhin korrigiert. War erst Italien, jetzt ist es Ostfrankreich. Ist Ostfrankreich mit Italien? Was ist aus Ostfrankreich geworden? Guckt mal auf die Karte, was mit denen passiert ist. Die waren mal so ein schönes Land und jetzt guckt sie euch an. Erblühende Freundschaft. Schwester von euch. Ja gut. Mit Brigitte. Niemals endende Martha. Ich werde euch nie verzeihen. Ihr verliert die Meinung von Engeltraut Chateneuils. Chateneuils. Ich will schon eigentlich da im Alter bleiben. Intelligent und zäh und fleißig. Fleißig und Master müssen sich doch mögen, oder? Ich darf nur nicht faul werden, wenn ich mit der zusammen bin. Faul darf ich nicht werden. Keine Schultheiße eingesetzt. Mangel an Schultheißen. Was sind denn Schultheiße? Sowas wie Schuldeneintreiber? Google doch mal. Größere Kontrolle. Ha! Mangel an Schultheißen verloren. Ha! Das hat ja richtig gut funktioniert. Ganze 10 Tage oder so war der Mangel an Schultheißen. Was waren hier eigentlich so viele Armeen bei mir rum? Können die das woanders machen? Verlöbnis ablehnen? Sind nicht füreinander bestimmt. What? Das finde ich jetzt frech. Moment mal, Lumi, du hast abgelehnt? Was?
Raymonde de Lumida? Hast du meinen Heiratsantrag abgelehnt? Das wird irgendeiner von meinen Geschwistern gewesen sein. Ach Mensch. Schultheiße sind sowas kleine Richter, okay. Also deine Familie will nichts mit mir zu tun haben, habe ich richtig verstanden, okay. Wieso habe ich eigentlich so wenig Prestige? Wieso verliere ich die ganze Zeit Prestige? Das ist schlecht. Ich muss erwachsen werden, damit ich meine Prestige wieder ausgleichen kann. Ich habe eine Hauskatze erhalten. Sehr schön. Ich habe ein Haus. Kurz auf Stopp. War die gleiche. Ich habe auch den gleichen nochmal einen Heiratsantrag gemacht. Könnte schief gehen. Ah, intelligent, gesellig, ungeduldig, großzügig. Großzügig und maßvoll können schwierig werden. Ah, Verlobung gelöst, minus 150, okay. Ja, ganz klar, woher ich das hab. Amazone, Kampfgeschick plus 8. Ja, nur leider bin ich ein bisschen... Ich würde, glaube ich, sowas wie die hier eigentlich ganz gerne nehmen. Wenn der nicht aus meinem Haus ist, sollte ich den vielleicht die Stadt dann nie geben, oder? Das ist irrelevant, ob der aus deinem Haus ist. Also ich habe meinen Rittern das ja vorher gegeben und wo die gestorben sind, habe ich es wieder zurückgeerbt. Beziehungsweise bleiben, sind die ja dann, die werden zum Vasall von dir. Also die sind dann rechtlich eher an dein Ding gebunden. Amazone ist geil, ja, aber sie ist 9 Jahre älter, Jean. Die kann dann nicht so viele Kinder gebären. So ein bisschen den Knackpunkt, den ich da sehe. Ja, stimmt. Ansonsten wäre Amazone schon gar. Ich habe jetzt einen Vasall, okay. Genau, der ist. Hier ist Nummer 64. Amazone gibt es sogar häufiger. Oder robust zumindest, aber Amazone ist halt doppelt so stark. Dumm. Hier gibt es eine, die ist 33, die ist hübsch und dumm. Toll. Gute körperliche Eigenschaft, dumm. Oh, sehr schön. Wenn die stirbt, gibt's die nächste. Jemand hat vor uns den Anspruch auf das Herzogtum Connacht gegeben. Ja, wenn die einen Anspruch haben, haben die einfach nur einen Kriegsgrund dann. Ich will einen besseren Diplomaten haben. Der hat mir einfach gerade was abgegeben, was nicht seine ist und auch kein anderen gehören soll. Nee, die haben, ja nur, die haben dann einfach nur einen Kriegsgrund, wenn die einen Anspruch haben. So, okay. Die können ja einen Krieg erklären um diese so. Grafschaft. Ich würde auch weiter. Was steht denn hier rum? Schnell die Begegnung. So eine Schnelle und der andere Hund auch schon davon. Denen wird sicher nichts passieren. Nein, Ehrenfried und Schnello. Oder Ehrenfrieds Hund und Schnello haben sich verzogen. Warum steht denn hier noch eine? Keine Ahnung. Der hatte, Island hatte schon vorher, hatte der zu viele Ländereien. Deswegen kriege ich weniger Aufgebot und weniger Steuern. Ja, dann musst du die halt abgeben unten. Also. Musst die halt ein bisschen abgeben. Die hat 30 Diplomaten. Moment, Entschuldigung. Alles okay. Und wenn ich dem zum Beispiel jemanden was gebe und den dann aus dem Hof entlasse, kriege ich dann die Länderei trotzdem wieder? Bäh, hab ich noch nie gemacht. Keine Ahnung. Mal ausprobieren. Kann ich dir nie beantworten. Großzügig, fleißig. Fleißig, glaube ich, relativ cool. Jo. Wobei es Anspannungszuwachs gibt. Geduldig. Ich nehme fleißig. Da habe ich vor allem ein bisschen mehr. Meine Nichte wurde gefangen. What? Wo das denn? Achso, nee. Nee. What? 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 Ich hab gar nicht gekämpft. So, ich bin maßvoll und fleißig. Da muss doch mal was gehen hier jetzt mit Vermittlung. Mit 11.
Ja, ich weiß halt alles nicht, was die für Eigenschaften kriegen. Ich kann für mich selber keinen Vormund bestimmen. Ich hab's vorhin gemacht und hab jetzt Vormund entfernen. Bei Beziehungen hast du vielleicht schon einen Vormund. Ich bin heterosexuell. Ja gut, das ist ja auch schon mal ganz gut zu wissen. Ich bin ein Mann. Nee, ihr erkennt heterosexuell zu sein. Ist es wirklich so, dass wenn eine Amazone stirbt, dass dann die nächste geboren wird? Und es ist ja immer sozusagen eine feste Anzahl gibt? Das ging an John in der Moment die Frage. Weißen? Vererbliche Eigenschaften, besessen, schlau, wunderschön. Solche Sachen, ich weiß nicht, ob er da das Besessen in Kauf nehmen sollte. Das klingt irgendwie falsch. Kann ich nicht irgendwie Gold in Prestige umwandeln? Das wäre super. Wenn du so viel davon hast. Ja, ich krieg fast 7 Gold pro Monat, aber Prestige habe ich nur 0,8 und bin bei minus 100. Gibt's nicht irgendwas, das plus Prestige bringt? Kriegsvolk, ja, Kriegsvolk. Ja. Nee. So. Ich kann ja noch nicht, bin noch nicht erwachsen. Ich wollte Gebäude oder sowas. Wie darf ich alle nicht errichten, ey? Wie alt bist du jetzt? 12, glaube ich. Na, ja, dauert dann nicht mehr lange. Guck mal, ich bin schon erwachsen. Geschenkt das Gold. Ja, ich baue halt einfach Häuser damit. Das war jetzt meine Idee. Ich baue einfach meine ganzen Sachen aus. Damit. Mein ganzes Land. Investiere ich hart ins Land. Boah, man möchte irgendwas einstellen. Zack. Ich finde schon geil, dass ich meine eigene Frau dazu verführen kann, außerehelichen Verkehr mit mir zu haben. Ja, das verstehe ich auch nicht so richtig, warum deine eigene Frau zu einer Affäre machen kannst. Das ist total bescheuert. Robust 23. Die Amazone ist mir halt leider wirklich zu alt, finde ich. Vor allem, dass sie auch sonst keine guten Werte hat. Aber wer kämpft denn da eigentlich die ganze Zeit auf meinem Land? Bin doch da gar nicht involviert, oder? Nee, bei mir laufen auch die ganze Zeit Leute über mein Land und das ist halt einfach so. Die sind neutral, die rennen da einfach nur durch. Die rennen da einfach mittendurch. Ganz. Also mein Lehnsherr ist wohl irgendwie im Krieg, aber das ist irgendwo im Süden. Mhm. Also im Süden, im Sinne, das ist eigentlich direkt bei dir in der Nähe. Das ist um dich rum, wo da gekämpft wird. Ah, bist du auch, ja. Ratskanzler. Das ist ja der einzig verfügbare Kandidat. Na gut, das bringt dir aber einiges an Boni für Kriegsführung. Dachte ich mir schon. Das siehst du übrigens auch, wenn du auf Rat gehst und dann kannst du oben bei deinem Rat auf den Rat des Lehnsherrn wechseln, dann siehst du auch, was du für einen Bonus kriegst und dass zum Beispiel bei meinem Lehnsherr kein Ratskanzler existiert. Er hat ihn einfach nicht. Cool. Schnelle verzückt ein Vasall. Das ist doch eine gute Option. Ein Hündchen ist aber auch süß. Müssen wir ja mal ehrlich sein, mein Hündchen ist aber auch süß. Ist einfach so. Moment, was ist hier? Wird überfallen? Jetzt wäre ich schon wieder überfallen. Jetzt reicht's aber. Diesmal habe ich es früh genug gemerkt. Nix hier mit Überfallen. Was sollen die Scheiße? Verzieht euch, ihr Pflege. Lass mal den Quatsch sein hier. Plünderung von Anwerben. Dieser Unhold. Ich werde mich rächen. Was über euer Verhalten? Hört auf, mich zu drangsalieren. Zu schikanieren. Verwundet. Unterhalten wir uns. Ja, ich bin verwundet worden. Wurde ich wohl verprügelt fürs Unterhalten. Jetzt habe ich 71. Okay. Das ist irgendwie ein bisschen schräg. Wenn jemand deine Stadt plündert, verlierst du kein Gold. Aber wenn du die Armee, die geplündert hat, besiegst, kriegst du Gold zurück. Also eigentlich gewinnst du Gold, wenn jemand deine Stadt plündert.
Mitfühlend, gefühllos. Diplomatie, miese, Minus ist blöd, wenn ich Diplomatie spielen will. Ja, kaum zusammen und schon gebärt mir Margarete erstmal ein Kind. Vasallen, Lehnsherren, Komplott, Geheimhalle, minus 10. Sprüche. Ja, nehme ich wahrscheinlich trotzdem. Das Sprechen darf nicht ungesühnt bleiben. Moment mal, was? Ein offenbares Geheimnis? Muss ich kurz hier lesen. Sorry, Leute. Die ist sogar älter als ich. Die Sau. Wahrheit ist ins Ziel gekommen. Meine Vasallin, Baron, soll mit jemandem aufs Heftige kopuliert haben. Meine Vasallin hat rumkopuliert. Boshafte Lügen. Diese Verbrechen darf nicht ungesühnt bleiben. Er kerkert sie ein. Unzüchtiger. Entweder er verliert eine Hingabestufe. Was ist eine Hingabestufe? Das ist das hier, ne? Oh, damn, ich will keine Hingabestufe verlieren. So. Damit haben wir leider unsere, eventuell unsere, eine unserer Vasallen eingekerkert. Aber Lösegeld fordern. Ha! Noch mehr Gold! Einfach die eigenen Vasallen einkerkern, wieder verkaufen. Ich weiß doch nicht an wen, aber es geht. Wo sehe ich jetzt noch gleich meine Ansprüche? Wenn du auf dich draufklickst und dann hast du die, dann unten in der Mitte, links von Diplomatie, deine Titel und darunter wären deine Ansprüche, die nicht umgesetzt wurden. Banditen, oh nee. Banditenhunden sind doch kacke. Banditenhorden sind doch einfach kacke. Wir können einfach mal hier die Armeen, glaube ich, vergrößern. Was haben wir hier? Bogenkämpfer. Pikeniere, leichte Reiterei. Gepanzertes Fußvolk. Oh Mann, Kriegswut. Achso, kann ich nicht. Ja, okay. Das ist okay. Ein wachsender Schatten. Ah, es gibt Anspannung, wenn man da gepiesackt wird. Nee, das ist doch kacke. Das ist doch kacke. Und zumindest kriege ich jetzt wieder durch meine Eigenschaft deutlich mehr Prestige. Kriegt damit zumindest deutlich mehr Prestige. ...400 Leute einfach durch Aachen. Cool. Hier wird gebaut. Brauche ich 150? Ne, 100 brauche ich für Jagdreviere. Hier, gib ihm. Auch mal in Maastricht noch ein paar Jagdreviere. Bei mir wird überall gejagt. Bin ich 13. Sieht ja ganz gut aus. Vielleicht sollte ich lieber Verwaltung nehmen. 14. Never mind. Gierig. Bin maßvoll meiner Charaktere. Wenn die gierig ist, monatliche Einnahmen, Diplomatie. Frieden. Sprunghaft. Entdecken wir mal Antrittsplätze. Oho. Geil. Habe ich gar nicht gesehen, weil eine Jacqueline ist bisexuell. Na dann, go, go, go. Oh, hier maßvoll. Und ungeduldig. Maßvoll wird doch wieder zusammenpassen. Das wird doch gut. Dann habe ich zumindest mal Wohlgestalt drin. Wohlgestalt ist das Niedrigste. Oder ich muss halt wirklich spät mit Kinderkriegen anfangen. Elf Fuß, ich werde geduldig sein. Ich werde geduldig sein. Schnello kommt zurück.
Schnelo kommt auf jeden Fall zurück. Oh. Der Wuvi hat mir 2 Gold gebracht. Das ist doch mal was Schickes, wa? Mal nachgucken, wie läuft es denn bei Lumi? Wo ist denn Lumi eigentlich? Die gerade eingenommen? Nee, da. Lumi kämpft. Lumi, mit wem kämpfst denn du? Und du bist ja... So. Du kriegst 6 Frömmigkeit pro Monat? What? Ich habe schon 1016, aber ich weiß nicht so wirklich, was ich damit machen soll. Du kannst es gegen Gold beim Papst eintauschen. Will ich aber nicht. Ich will, dass der Papst mich mag, damit ich Aloise einfach geschenkt bekomme unten drunter. Da bin ich nämlich fast zu weit. Moment, dass du Aloise einfach geschenkt bekommst? Aloise. Jetzt kann ich darauf einen Anspruch erbitten beim Papst, wenn der mich genug mag, und dann kriege ich das. Du willst aber nicht kämpfen, oder was? Ich will einfach den Anspruch erbitten, weil ich so frömmig bin. Ich sehe es gar nicht. Wo ist denn das, was du aber bitten willst? Wenn du sagst unten. Links neben mir. Also links. Ah. Da, also. Ja, aber kannst du nicht, das nicht einfach... Der hat 323 und keine Verbündeten. Die machen einfach platt. Ah, jetzt habe ich verklickt, Mann. Alumi muss... Wenn ich doch einfach hier Anspruch erbitten mache, ich habe jetzt noch minus 13. Ach, aber Gold. Gold! Ohne Krieg zu führen, Gold. Gold! Gib dir einfach Gold. Womit greifen die jetzt mich an? Zupacker. Das bin ich eigentlich. Ich habe keine Charakter, das ist Zupacker. Und wunderschön. Na, hoffentlich wird das mal. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Wollte denn auf einmal die 480 Armeeleute mich verarschen? Von Verbündeten vielleicht oder so? Keine Ahnung, er hatte keine Verbündeten. Was los, Felix? Warum kann ich kein Besitztum errichten? Kein neues. Weil du wahrscheinlich in einer Stammesgesellschaft bist, dann kannst du keine Städte bauen. Du musst das erst einnehmen, um da Besitztümer zu errichten. Nee, du kannst... Das ist ja meine. Es gibt in den Grafschaften doch immer die Stadt, die Hauptstadt sozusagen, und dann gibt es noch so Felder drumherum, und da kannst du theoretisch auch noch Dörfer zumindest bauen. Das kannst du aber nicht, wenn du in einer Stammesgesellschaft bist. Da muss ich dann quasi erst hier das umtüdeln. Steht zwar nicht, doch wenn er sie glücklich macht. Ja. Die Stammesautorität. Ich habe einen neuen Bischof bekommen. Ich habe einen schlauen Bischof! Ich Wahnsinn. Sie! Ich hab die nächste Grafschaft. Glückwunsch. Jetzt habe ich schon 3. Glückwunsch. Langsam wird's. Glückwunsch. Oh, Grafschaft hat Schmugglerring verloren, das ist auf jeden Fall. Das verteilt sich wieder auf 50 Leute. Ja, du musst halt dann irgendwie, wenn du dann über die 40 gehst, langsam aufpassen, wie dein Erbfolgenzeug ist. Deswegen war ich ja so happy, dass ich noch eine Tochter gekriegt habe. Der Häuptling anders. Jetzt 2 verabschieden, Gesetz verabschieden hier. Macht doch bestimmt Sinn. Entschuldigung, ich hab dich unterbrochen, Felix. Alles. Mein Cousin und Vasall, der unvernünftig ist und schlichter und unzüchtiger ist, der ist 24 und hat eine 12-Jährige. Tja. Das Alter ist noch auf der Uhr, wa? So ungefähr. Bei mir passiert jetzt gerade nicht viel. Ich muss halt warten, bis ich erwachsen werde und dann kann ich wieder Sachen tun. Zumindest bin ich wieder im Positiven mit meinem Prestige jetzt. Zumindest bin ich da im Positiven. Ich muss jetzt wieder alle Städte für mich happy machen, weil die sind jetzt alle unglücklich, weil das Land größer ist. Verwaltung hätte ich gar nicht gehen dürfen. Irgendwann muss ich ja anfangen, Vasallen einzusetzen, ne? Yep. Du kannst irgendwann nicht mehr alles direkt kontrollieren. Dadurch verlierst du halt blöderweise wieder ein bisschen was. Wenn ich jemanden einkerker, der mein Vasall ist, kriege ich ja das Vasall zurück, oder? Nee, der bleibt doch Vasall. Wenn du nur einkerkerst, bleibt doch nichts. Außer dass du nur einkerkerst. Wenn der stirbt, wird's vererbt. Nach normalem Erbrecht. Auch wenn er keine Erben hat, dann kriegst du's. Und einfach den Titel aberkennen? Titel aberkennen, dann kriegst du es auch. Dann erkenne ich dem jetzt erst einen Titel ab. Noch minus 2.
Dann kann ich das mit dem Anspruch. Jetzt habe ich auch noch eine Hauskatze. Ich habe einen Haushund und eine Hauskatze. Jetzt bin ich neidisch. Hauskatze Mauzi. Nicht Flausch nennen. Nee, Flausch war auch mein Vorschlag. Ich wollte aber nicht einfach den nochmal übernehmen. Das dachte ich mir schon. Wenn du schon Flausch hast. Hatte. Also Flausch war ja die Katze von meinem Vater. Ja, aber die existiert wahrscheinlich noch. Es gibt bloß keine Events mehr dafür, wenn sie... Wobei, vielleicht ist er an einen anderen Hof gewandert. Hat jemand mitgenommen. Die war so flauschig, die hat jemand eingesteckt und mitgenommen. Stimmt. Armeelager oder Jagdreviere? Ich glaube Jagdreviere. Schön Jagdhütten bauen. Für mehr Geld und mehr Aufgebote. Da sehe ich mich. Ja, 1100 Leute, ja. Was? Wie viele blöde Leute wollen denn hier noch einen Ratsposten? So viele Ratsposten habe ich gar nicht. Ich bin erwachsen. Nee, so viele Ratsposten kannst du auch nicht haben. Okay, aber du bist definitiv ein besserer Ratskanzler als den, den ich gerade habe. Hm. Was? Einfältiger Beschwichtiger. Warum werden denn bei mir alle krank? Ach komm schon. Alle meine Verlobten werden krank. Wie viele hast du denn? Ich hatte bis jetzt die zweite. So, du bist hier schon mal besser. Guck, ob deine Jagdgründe ausbauen kannst. Das kann ich dann auch machen, stimmt. Kostet aber dann 150. Ja, kann ich ja auch noch machen. Weil jetzt bin ich ja erwachsen. Jetzt spare ich Gold. Für ein bisschen Prestige, ne, als Puffer. Und dann geht's los. Bündnis zu Ehren und mir. Okay. I guess, wir sind schon mal im Krieg. Mit wem denn? Ah. Na gut, bis wir. Ja, wir heben mal die Armee aus, damit wir mal so tun, als ob. Was? Ihr haltet den Schrägen, dann gehen wir mal waschen. Zeigen Gnade. Armee ausheben. Wir sind im Krieg mit denen da, ne? Ne, mit denen da. Uff, da. Ich glaube, da passiert nicht viel. Wir gehen da einfach hin und ist der Krieg eh vorbei. Ich glaube, die hat es gewonnen, bevor da irgendwas passiert von uns. So. Hier greift mich gerade einer an. Druckmittel und Geheimnisse. Lüstern. Nein, Kira. Die hätte ich gerne an meinen Hof. Nicht als Hofarzt einsetzen. Kann ich die nicht? Er hat 27 Ränkespiel. Schon jetzt bin ich Theologe. Jetzt gib mir endlich diese blöde Grafschaft. Aber der ist, glaube ich, ein mächtiger Vasall, wa? Ja, da sind mir 20, glaube ich, lieber drin. Was? Zurückhaltung. Was ist da von dir? Er wird nicht abnehmen, annehmen. Zurückhaltung minus 50. Das ist, glaube ich, generell, dass er dem generell selten zustimmt. Hm. Schon wieder schwanger. Ist meine Version davon. Schreck der Nagetiere, als Maus mit einem toten Ratte zu mir kommt, kann ich die Katze nur loben. Meine Residenz war noch nie so frei von Nagetieren. Jawohl. Die Pestratten sind weg von mir. Danke, Mauzi. Geil. Ich werde belagert und hier steht nicht genügend Truppen. Läuft. Hat Schmugglerringe halten. Oh, nö. Können wir jetzt den Krieg beenden? Wir sind bei 100%. Wären Sie please so nett? Nichte freigelassen, sehr schön. Wären wir denn so nett? Jawohl, wir haben den Krieg gewonnen. Können wir die Armee auflösen. Und dann kriegen wir dann unser Gold, nämlich. Ansprüche fingieren.
Ansprüche fingieren? Ich muss überhaupt keinen Ansprüche fingieren. Ich kann immer noch gegen den Krieg führen, ja. Gegen das Männchen. Oh, das, aber ich habe immer noch nicht genug Prestige. Damit. Deswegen. Schnello streicheln! Jawohl, ich will meinen Hund streicheln. Du verlierst die Anspannung. Oh, das ist ja awesome. Und ich meine Katze. Du kannst deine Katze übrigens auch streicheln, Lumi, ne? Was kann ich probieren? Du kannst bei rechts, bei Entscheidungen, das unterste in der Leiste, hast du unten einen Eintrag zum Streicheln. Oh, ich brauche ganz schön viel inzwischen für Jagden und sowas. Das ist ganz schön viel. Bürgermeister Nobert. Ich kann zwei Krieger erklären. Das ist ja der zweite. Krieger klären. Häuptling Rixer Lottrixon von Sachsen. Dein Sachsen hat sich breit gemacht bei mir. Wie gut ist das denn? Hier in Krieg rufen. Alle ausheben. Verbündeter tritt in Krieg ein. Jawohl. Auf geht's. Muss ich nur warten, bis die Verbündeten da sind. Wenn ich jetzt zu früh handeln könnte, es blöd werden. Muss jetzt gucken, wo ich da hinkomme. Ich will endlich meinen Zugang zur Nordsee haben hier. Es ist jetzt ein Krieg. Oh, der hat auch Verbündete. Wo kann ich meine Katze wie streicheln? Oh, oh. Rechts hast du doch die Leiste und da ist unten dieses Fass, dieses Tintenfass mit Dingens. Mit. Und da ist unten der Eintrag, der letzte. Oh, hier kommen sie an, die Verbündeten. Streicheln wird 5 Jahre nicht verfügbar sein. Ja, ja. Die arme Katze. Auf geht's, Leute. Rinn in die Schlacht. Wie ich meine Katze genannt hab. Kira. Ja, wer das nur erwarten können. Dass du dir eine Katze Kira nennst. Meine Frau, also hier im Spiel wollte die rausschmeißen, hab ich gesagt, Pech. Ein Berserker hat meinem Ritter den Kopf abgerissen. Ja, herzlichen Dank. Mauzi hat mir wieder Gold gebracht. Du nennst es Mauzi. Jauz, genau. Ich sehe das Problem nicht. Ich sehe das Problem nicht. Gibt doch kein Problem. Ich sehe das Problem nicht, habe ich gesagt. Jetzt lass mal ein Problem in Ruhe. Ich habe Frau gestorben. Jetzt habe ich sie gerade endlich irgendwie angemacht. Was hast du angemacht? Mein Bruder befreundet sich wieder mit mir. Wie hab ich denn eigentlich einen Schnauzbart? Ich hab dein Ding eingenommen. Ich trage einen Schnauzbart. Och nee, Leute. So haben wir aber nicht gewettet. Was ist denn hier los? Ich sehe aus wie König Drosselbart. Wie liegt denn das hier? Mehrere vererbliche Eigenschaften vererben, dass sie am Ende alle. Ja. Haben. Deswegen ist es ja Menschenverheiratungssimulator. Menschenzuchtsimulator. Je mehr du hast, desto mehr kannst du vererben. Pornobalken, aber so ein richtiger Pornobalken ist das. Könnte größer sein. Ach krass, ich bin bisexuell. Das wusste ich auch noch nicht.
Daher verstehe ich sicher, dass ich, dass ich eigene Untertanen habe. Meine derzeitigen Bande sind äußerst streng. Oh, fuck. Was denn hier passiert? Sind wir beim Krieg durch? Nee, noch nicht. Noch nicht ganz. Aber hier kann man nichts plündern, wa? Dass ich, glaube ich, dreimal Ja gedrückt habe. Jedenfalls habe ich plötzlich 1000 Ruhm. Du kriegst einfach jede Menge Ruhm ständig. Das ist einfach so. Du kriegst wirklich viel Ruhm. Mit 6. Ich krieg 1, Moment, Ruhm 2 krieg ich aktuell. Nee, du hast aber bei Frömmigkeit bei 6, ne? Vergiss es. Frömmigkeit habe ich bei 7,4. Ich krieg 1,7 Frömmigkeit. Ja, ich weiß nicht, was du machst, aber du musst die heiligste Heilige sein, ey. Ja, krieg ich meinen Anspruch nicht durch. Auf. Ich glaube, ich greife den bald an. Dann oder? Nimm doch einfach Geld, greif ihn an und nimm das Geld und greif ihn dann an. Ja, wahrscheinlich eher das dann. Aber in meiner Stadt sind alle noch so ein bisschen aufsässig. Ich glaube, ich will jetzt erstmal warten. Aber ich kann trotzdem mal Geld erbitten. So, da habe ich doch jetzt mein Städtchen bekommen, was ich haben wollte. Du Mieter von Orleans, ja, so ungefähr. Wirkt's ein bisschen. So wirkt's ein bisschen. Kann ich eigentlich auch die. Das ist Bekehren, das ist nicht das, was ich meinte. Kulturfüll, oder die Aufgabe Kulturfüll und zugewiesen. Krasche wächst ihre Kultur zu fränkisch. Was haben wir denn hier? Französisch. Oh, da müssen wir mal hier Kulturfüll machen. Um die Kultur zu wechseln. Damit die ein bisschen zufriedener sind mit meiner Herrschaft hier. Eine Frau, ein Hund oder eine Katze? Du kriegst mal eine Katze. Wieso nicht beides? Why not both? Und was wollen die hier oben jetzt? Ihr könntet Krieger erklären. Ich muss nicht noch mehr Krieger erklären, Leute. Ganz entspannt. Poppt so viel auf, ich komm gar nicht hinterher. Ich brauche jetzt schon meine Tochter schon irgendwie. Nee, Ehepartner finden. Achso, was ich immer noch nicht hab. Haha. Erstmal fahren schon mit in die Jagd. Ja, ist für unser Prestige. Arg. 18 im besten Alter. Ich hol mir diese Trophäe. Also Gold ist das, was ich hab. Da kommt gut rein, aber bei anderen Sachen wird's schwierig. Sehr schön, dann können wir jetzt einen Arzt suchen. Weil wir haben noch nicht mal einen Hofarzt und ne. Ah, sie ist nicht mehr krank, das ist sehr gut. Ruhig reizend. Die ist doch viel gebildeter. Wilhelm. In dem Wilhelm. Mit 18 Intelligenz oder Bildung ist er schon sehr gut als Hofarzt. Schnello wird an meiner Seite. Ich werde Schnello immer an meiner Seite haben. Der kommt einfach mit. So, rasch bauen. Hier, rasch bauen. Hier, rasch behauen. Ah, wir gehen auf Bauen. Braves Mädchen, schneller. Sehr gut. Das hat ja funktioniert. Kann Gold vom Glaubensoberhaupt erbitten. Ah, her damit. Dankeschön für den Reichtum. Ich werde ihn wohlweislich für das Volk einsetzen. Hier wird gebaut, wa? Jo. Können wir hier noch vielleicht ausbauen? Hier haben wir noch keine Höfe und Felder errichtet. Ruf da. Ruf da. Kann ich eigentlich ausbauen? 213 brauche ich dafür. 0,8.
Ist es zusteuern. Miau. Hier gehen Food of Gold. Aber machen wir gerade gar nicht, oder? Doch, Schwerpunkt auf Reichtum. Genau, wir gehen full of gold. Thronanspruch gegen euren Lehns. Ah, stimmt. Das sollte ich machen. Meritokratie, dann könnte ich irgendwann König von Orleon werden, ohne viel tun zu müssen. Wenn ich die Leute überzeugt kriege. Kriegsgewinn, das ist meine Domäne. Verteidigungsplan, professionelle Arbeitskräfte. Gebäudebauzeit und dann diese Stammesrollen. Bin für meinen Glauben bekannt, ja. Cool. Wie du das denn? Warte du. Ja, mit 2,5 bin ich jetzt schon für meinen Glauben bekannt. Ey, Moment mal. Ach, ich weiß warum. Weil ich bin maßvoll. Das ist eine tugendhafte Eigenschaft. Da kriege ich extra Glaube, extra Frömmigkeit. Garantiert so viel wie ich. Ich bin ja. Kann, ich bin ein arroganter, fleißiger, maßvoller Herrscher. Also ich knie mich hier voll rein, Leute. Ja, ich bin fleißig, ehrlich, religiöser Eiferer, scharfsinniger Intellektueller, aufstrebender Schwertmeister, weiser Mann, Theologe. Und eine eifrige Frau. Bis jetzt sieht meine Frau von der Entwicklung her sehr gut aus. Die ist jetzt noch 11, ich bin 20, das passt schon vom Alter. Aber die ist wunderschön und treuherzig und ruhig. Das dritte kommt noch. Ja, ich sehe da eine gute Dynastie-Generation heranwachsen. Sehr schön, meine zweite Frau ist schwanger. Meine zweite Frau ist schwanger? Hast du mehr als eine Frau? Die erste ist ja schon tot. Kann ich eine Burg, eine Stadt oder einen Tempel errichten? Achso, Moment mal, wir sollten vielleicht hier mal den beeinflussen, wa? Wir haben überhaupt keinen Komplott geschmiedet, wir Idioten. Was Selbstmordversuche unternehmen? Ja, du kannst versuchen, dich frühzeitig zu töten, damit du zu einem guten Zeitpunkt dein Reich übergibst. Aber es ist halt eine Todsünde, ne? Nee, lass mal. Oh, klar. Meine Frau sieht aus wie eine zukünftige Masochistin? Was? Bist du denn? Ratsspitze Vasall von euch und in keinster Weise. Fechtübungen. Boah, bin mehr interessiert an euch. Fechtübungen sind nicht so meins. Mein Kriegsgeschick ist nicht so hoch. Ihr haltet 78 Anspannung. Boah, dann lieber 150 Prestige. Oh, die Gläubigen ritten sich zum Krieg. Was geht's? Der letzte Kreuzzug war sehr gewinnbringend. Oh, okay. Ich glaube, ich werde die heilige Sache finanziell unterstützen. Ja. Ich will nicht in den Heiligen Krieg. Gegen wen geht's denn diesmal? Gegen wen geht's denn? Gegen Jerusalem. Nee, ich will nicht da runterfahren. Schönen Dank. Dann gebe ich euch lieber 110 Gold. Nein, das hat jemand rausgefunden, dass ich mit meiner Schwester gevögelt habe. Ah, du Inzüchtiger. Du Inzüchtiger. Scheiße. Es müssen noch ein paar Leute in den Krieg eintreten, verdammt, wir sind 7000 unterlegen. Ja, ich bin nicht mitgekommen. Ich habe 1300. Toll. Ich habe gesagt, nee. Ich bin dabei, ja, aber du kannst ja noch ausbauen. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr beitreten, oder? Ach doch, ich kann militärische Unterstützung noch versprechen. 23.000 zu 12.000? Ich will das, glaube ich, nicht. Also, die bauen gerade noch ordentlich auf, die Jerusalemmer. Jerusalemmer? Ja, die Jerusalemmer. 23.000 zu 13.000. Nee! Ich bleibe dafür.
Ich bleib bei der finanziellen Unterstützung. Ihr schafft das schon, war mit dem Kreuzzug. Ist doch ein super Ding, was ihr da macht. Ich glaube an euch. Ich würde sagen, go, go. Ihr schafft das. Noch ein paar Leute dazu. Oh, zwischen so vor. Jetzt sind 17.000 gegen 24. Also die Chancen werden besser. Legionskriege ausrufen. Ha, so viel Gefangene in meinen Kerkern. Ich habe 4 Gefangene. Ich bleib mal drinnen, außerdem greifen wir ja an. Das heißt, Ihr verliert nichts, wenn er verliert, das ist richtig. Ja. 17.000 gegen 24.000. Wenn ich so rauszoome. Aber ich glaube, du musst gewinnen, damit du was aus der Kriegskasse kriegst. Ach und, ja, versuchen wir es ja mal. Und ich brauche dann eh keinen Krieg zu führen und in meiner Stadt muss ich überall noch mehr Kontrolle kriegen, das dauert. Also dafür, dass meine moderat schwanger werden kann, wird die ganz schön oft schwanger. Das ist ja auch schon besser, glaube ich, als viele andere. Jetzt ist es fast ausgeglichen. Magst du nicht doch reinkommen? Ich überlege gerade tatsächlich noch mit 1600. Könnte ich noch dazukommen. Das werden wir überlegen. Wann geht's los? In 7 Monaten. Ich kann da ab ja noch ein bisschen Zeit. Patze für Anspruch. Oh, wir haben Anspruch bekommen. Moment, der Kleve wird belagert? Moment, auch wird den Kleve belagert? Da sehe ich aber nicht so ein. Ich muss leider mich erstmal um meine eigenen Sachen kümmern. Das Geile ist, ne, wenn du jemanden ermordest, der eingekerkert ist, kriegst du Minuspunkte. Zwangsläufig. Ja. Wenn du jemanden einfach verrotten lässt, passiert nichts. Muss erstmal wieder mich wieder verteidigen hier gegen Belagerung. Oh, vielleicht habe ich hier nicht auf die Zahl geguckt. Oh oh. Ich glaube, ich kann euch nicht helfen, weil ich werde keine. Ich werde keine Armee haben. Bist du gerade angegriffen? Ich wurde gerade ausgeraubt. Und habe vielleicht nicht auf die Armeegröße geguckt und wollte mich verteidigen. Und das waren 2000 Mann, die mich einfach mal ausgeraubt haben. Und außerdem wird aus dem Grund gerade mein Land belagert. Aber anscheinend muss ich mich darum gar nicht kümmern, weil anscheinend wird es auch wieder verteidigt. Niederlage bei Antwerpen wird überfallen. Gut, haben jetzt 2 Leute. Die Schlacht gewinnen wir jetzt nicht so unwahrscheinlich. Auflösen. Müssen wir unsere Leute regenerieren lassen. Was haben wir jetzt noch? 46 Tage. Ach, hier, Versprechen. Gehen wir mal in den Gotteskrieg dann noch rein. Kein Begünstigter annennt. Halbschwester, Neffe, Halbschwester. Begünstigten annennen. Willkommene Verwaltung. Voll angenommene Verwaltung. Ist sehr gut. Ja, boah, ich hab das Kind da ist. Deus Vult! Okay. Müssen wir mal unsere Armeen hier. Warte mal, kann ich aber erstmal das hier. Ausheben. Bewegen. Hin muss. Alle Armeen ausheben. Jerusalem ist im Südosten. Weit im Südosten. Östliches Mittelmeer. Also wir befinden uns halt wirklich mit Jerusalem da unten im Krieg. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon dahin fahren will. So alleine. Ich habe den Verdacht, dann werden meine Leute einfach platt gemacht. Aber die brauchen wahrscheinlich auch eine Weile. Wie kriege ich das jetzt auch da hier an der Zeit? Kreuz. Ich halte da. Ja, Ägypten und so. Es geht um das, was hellblau markiert ist im Roten. Das ist das, was wir einnehmen sollten. So, und gekämpfte. Wie bitte? Da ist noch nichts hellblau markiert.
Doch, wenn du auf den Krieg klickst, wo dann links der Angreifer, rechts der Verteidiger steht, dann gibt es eine hellblaue Markierung. Darum, das geht's, um das Reich von. Nee, Moment, was ist das? Ah, das ist irgendwie ein Herzogtum. Die kämpfen normalerweise schon da unten. Und ich glaube, die Sehen verlieren. fast alle Truppen hinfahren, ich sehe aber nichts Hellblaues. Moment. Du klickst rechts unten auf dieses schwarz-weiß Kriegssymbol mit 0%. Ja. Dann haben wir, hast du in Europa ganz viele blaue Sachen, dunklere blaue Sachen und rechts dann im östlichen Mittelmeer ganz viele rote mit einem blauen Ding drin. Das ist heller blau. Das sieht eher lila aus. Ja, das meinte ich aber. Okay. Hier sind meine Truppen hin. Also ich schicke jetzt meine Leute hin. Mach ich auch schon, aber Sauber wo sind denn meine Armeen? Das ist eine gute Frage. Bis ich da ankomme, ist der Krieg schon vorbei. Kann ich meine Armee irgendwie zentrieren? Achso, Moment. Eure Armeen. Söldner, Kriegerorden. Ich glaube, wir verlieren aber schon da unten. Ja, die ersten Schlachten gehen nämlich schon nicht zugunsten von uns aus. Wo ist denn meine Armee? Da kommen noch 1600 Mann. Da kommen nochmal 2000 Kann ich Mann. meinen Sohn nicht als Ja. Begünstigten auswählen? Keine Ahnung, ich könnte auch nur einen Halbneffen, glaube ich, auswählen. Oder einen Neffen oder sowas. Muss mal ein Kann quasi bisschen. nicht mal meine Ehefrau auswählen. Nee, kannst du nicht. Ich glaube, du kannst keinen direkten Verwandten auswählen, generell. Ich weiß aber auch nicht, was der Begünstigte bedeutet, ehrlich gesagt. Weil ich glaube, du kriegst, oder kriegt der auch was davon ab? Keine Ahnung. Armee von Stirling und Armee von Dunkeld. Gut versorgt. Wie kann ich mir meine Angebote auf Gebote anzeigen lassen? Rechts unten auf Ich die. bin jetzt hier unterwegs, aber ich habe sie aus den Augen verloren. Ja, da weiß ich auch nicht. Musste wiederfinden. Oh, jetzt komm schon, Ich ernsthaft? hab's auch nicht wieder. Ich hab's auch nur auf der Map wiedergefunden durch Ranzoomen und Oh langscrollen. nein. Moment, ihr sagt mir nicht, ihr geht jetzt hier hin. Wollt ihr Vorräte auffrischen oder was ist das für eine Aktion? Indessen Komm bin ich schon, hier. hier müssen sie doch sein. Oder einfach auflösen. Kann mir das jemand Ich will sie nicht erklären? auflösen. Die sind ja schon auf dem Weg. Das war jetzt auch nicht meine. Könnt auch einfach hier anrufen und. Was? Ach, wir belagern einfach hier unten. Tschüss drauf. Wir nehmen einfach Ah, ich glaube, ihr West-Ägypten. seid meine. Ja, ihr seid meine. Die Okay. Grünen halt, wa? Ja. Aber die gucken irgendwie da unten rum, ich weiß 10-Mann-Armee habe ich hier gerade gesehen. Das sieht ja super aus. nicht. Oh, Oh. frühmittelalterliches. Neue Kulturepoche. Und ich bin im Rat meines. Ich bin Ratskanzler. Mehr Prestige! Jawohl. Noch mehr Prestige für mich. Bürgermeister angewehrt. Getreideäcker gebaut. Noch irgendjemand, der unbedingt möchte, Bürgermeister Bonson. Du hast noch nichts, du bist doch nicht so gut auf Sehen der wir noch Rüstung. irgendwo Armeen von uns? Hier hinten sind 2000 Armee. Also dafür, dass irgendwie 20.000 Mann in den Krieg ziehen wollten, sehe ich echt wenig. Ach, hier oben und laufen 14.000 Mann rum. In Byzanz. Aber darum geht's doch gar nicht. Wir wollen doch Jerusalem unten einnehmen. Das versteht mal einer. Ja, Byzanz ist aber ein Verbündeter. Also, laut der Anzeige bin ich mit Byzanz nicht im Krieg. Die kämpfen, glaube ich, nur auf byzantinischem Boden da oben. Ja, sind die jetzt tot Miau. gekommen? Was? Meine Armeen schon wieder aus dem Auge verloren. Sollten eigentlich jetzt in Jerusalem ankommen oder sind sie verschwunden? Vielleicht sind sie schon tot? Eigentlich Ja, die sind nicht. schon tot. Ja gut, dann Pech gehabt. Angekommen, gestorben. Was ist denn los?
Wir sind 6 Monate übers Meer gefahren, um niedergemetzelt zu werden. Jawoll! Kinderkreuzzug, ne? Aber das ist doch albern. Ich hab nicht mal gesehen, wie sie gekämpft haben. Ja, das war dann wahrscheinlich mit ein, zwei Ticks tot. Ja, toll. Deus vult, Gott will es. Stimmt, Tiere streicheln nicht vergessen. Gut, ich habe glaube ich keine Anspannung. Aber wer Anspannung hat, Tiere streicheln nicht vergessen. Guter Hinweis. Oh, bist du wieder gestorben? Ja, macht mal Stopp. Ich hab schon. Vor allem das Beste ist, ruft einen Arzt. Also ich wach früh morgens hustend auf, dann bin ich noch nebenbei auf der Jagd. Und dann soll ich einen Arzt aussuchen und in dem Moment so, ihr seid gestorben. Ja, super. Jetzt mal Ehrenarzt an den Hof rufen sollen. Ja, da ist 6 Jahre alt ist, wird der Rat ihn in den ersten Jahren seiner Herrschaft unterstützen. Zum Glück hat Margarete so schön gepimpert. Da kann ich in der Zeit meinen Hof verheiraten. Ich hab einfach Leute da reingejagt und hab... Ich hab grad noch, als ich tot war, meine Katze verkauft. Moment, Anteil an der Kriegskatze 20%, obwohl ich einfach rein gestorben bin. Na noch. Connacht ist jetzt auch auf einmal wieder frei geworden. Da hattest du mehrere. Jarlstein Magnussen von Connacht jetzt bekommen. Toll, und der ist schlau und eine Wohlgestalt und was hab ich? Herrisch, stattlich und schlau, naja, immerhin. Gicht geplagt. So, wie hat man mit 24 Gicht? Oh, Junge! Benni steht gerade vor meinem Problem. Nee, ich verheirate die Leute, die an meinem Hof sind, weil ihr Pause gedrückt habt. Oder weil wir auf Pause gehen wollten. Und da verheirate ich immer wild meine Leute, die hier noch rumgummeln. Können wir weitermachen? Nee, erstmal noch nicht. Ich muss ja alles erstmal wieder neu aussuchen. Okay. Ich gefühl, ich irgendwie dreimal die gleichen hier in meinem Hof. Oh, mein Ratsmarschall ist gestorben. Deswegen habe ich wenig Kontrolle. Eine Fraktion, die euch zum Ziel hat, wurde aufgelöst. Ja, das ist schön. Ja. Ja, mach mal ein Amazonenkindchen. Wie wär's denn damit, wenn es vielleicht noch klappt? Das wäre doch supi. Jetzt hab ich nur noch 926 Soldaten, das ist doch alles Kacke. Gicht gibt's zwei Arten, erblich und altersbedingt. Ich glaube, das ist hier noch nicht so simuliert. Mit erblich und altersbedingt. Du bist ja noch nutzloser als dein Vater. Oh Mann, und hast einen Klumpfuß. Bist ein Bastard und hast einen Klumpfuß. Moment mal, bist du vielleicht mein Bastard? Das wäre echt blöd. Ich hatte doch eine Affäre mit dem Vater. Was, wie, wo? Kann ich weitermachen? Ja, Felix, kannst du das mal weitermachen. Was? Meldest dich doch schon. Ich habe übrigens auch 20% Anteil an der Kriegskasse bisher. Das hast du mich einfach. Es haben nur 5 Leute wahrscheinlich zugesagt. Aber ich habe wenigstens was erobert für die Kriegskasse, ja? Ich habe wenigstens was erobert und dadurch 4 Gold bekommen. 4 Gold! Ich hab reingestorben, ich hab reingefeedet. Oh, du bist so eine richtige Feederin. Mein Lehnsherr ist gestorben. Der wäre jetzt ja der gute Zeitpunkt. Eine Fraktion zu bilden. Ja, ich möchte im Rahmen gehört werden gegen euren Lehnsherr. Niedrige Lehnsautorität. Unabhängigkeitsfraktion könnte ich auch erschaffen. Oder Anspruchstellerfraktion. Aber da brauche ich erstmal einen Anspruch darauf. Moin, ich bin im Krieg und krieg trotzdem 7 Gold. Okay. Finde ich okay. Aber wir verlieren hart den Krieg in Jerusalem, muss ich mal so feststellen. Ich will nicht, dass wir hier irgendwas rauskommen. Wer bist du? Werdet ihr Heimat finden? Ja. Warten, bis wieder genug Leute da sind. Bei uns sind sogar gerade 6000 Mann.
Ja, von meinem Job. Ich habe knapp mal 300. Ich könnte vielleicht mal mit meinen 1500 noch mit zu den 6000 stoßen und dann vielleicht dort was versuchen zu drehen. Und sogar 21.000 in Jerusalem selber. Wir gewinnen es auch gerade. Boah, steht nichts vom Kuchen ab. Du kannst ja gucken, ob du immer noch drin sitzt. Wir kommen hier mit 180 Mann angefahren, also Lumi, so, ne? Das kriegst du auch hin. Also von hier aus, dann schicke ich sie halt jetzt schon los. Ist auch irrelevant. Weiß ich, wie schnell das geht. Wir haben gerade irgendwie 40% gewonnen. Was? Ich habe gerade 700 Leute da getötet, ja. Lauf jetzt aber übers Land nach Byzanz. Kannst du endlich dein Weibsbild heiraten? Nee, die ist 15. Dauert noch ein Jahr. Aber die ist maßvoll auch geworden. Das ist perfekt. Die hat die gleiche tugendhafte Eigenschaft und treuherzig und ruhig. Die perfekte Frau und wunderschön. Das kann ja nur super werden. Das kann nur super werden. Und dann homosexuell. Moment, darauf habe ich jetzt nicht gedacht. Das wäre schlecht. Kann man trotzdem Kinder kriegen. Ja. Aber ist er nicht. Heterosexuell. Huch. Nein. Schnello stirbt. Ich sitze bis spät Nacht neben ihm und streiche seinen braunen Rücken, bis der Schwanz ganz still da liegt. Das ist wirklich traurig. Der hat mich jetzt irgendwie, ich glaube, 20 Jahre fast begleitet. Ich habe den, glaube ich, bekommen, bevor ich 10 war. Du bist echt zäh. Wir nehmen einfach mal Jerusalem ein. Komplett. Irgendwelche Scheichtümer. Hier, Verlobte können heiraten. Auf geht's. Schnell anfangen mit Kinderknüppeln. Schau, meine riesig starke Armee ist unterwegs. Mal wieder. Wir bezahlen meine Hochzeit. Sterben vermutlich. Was? Wo ist denn deine Armee überhaupt? Ja, das weiß ich auch nicht. 122? Aber zwei sind's. Zwei? 502. Ach, 502, ich hab verstanden. Zwei, ich wollte gerade sagen. Aber ich glaube, über 20% kannst du nicht kriegen. Ich bin immer bei 20% von dem Ganzen. Feinde treten aus Krieg aus. Das höre ich gerne. Oh, sag mir nicht, ihr haut alle ab. Jetzt sagt mir nicht, wir hauen hier mit 20.000 Mann gegen 5.000 Mann ab. Wir sind doch immer noch 28.000 gegen. Ja, aber die helfen hier uns nicht gegen. Die rennen weg vor den Armeen. Die einzelnen. Schlecht. Oh, es stirbt dadurch meine Armee. Ja, die Gegner greifen konzentriert an und hier steht einfach nur so ein Haufen rum und macht nichts. Ja, so viel zu meinen Armeen. Wer wurde jetzt gefangen genommen? Mein Ratsspitze. Die Kinder sind ja super schlecht vom optischen her. Moment, ich bin mit 502 Leuten gestartet und jetzt sind es 520. Die vermehren sich also tatsächlich auch, wenn sie schon unterwegs sind. Oh, sieht wohl so aus. Das ist witzig. Unlogisch, aber Witze. So viel. Kind, was? Mein Höfling hat ein Kind zur Welt gebracht. Boah. Hier ein guter fränkischer Name. Gott, die Gruppen sind hier alle viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich hier ansetzen soll, loszukämpfen. Brauch mich nicht. Ich habe gerade meine ganze Armee verloren. Die war einfach komplett abgeschlachtet. Reinkommen, ey. Ja, von hinten reinkommen. Oh, meine Punkte reichen nur. Ich habe 6000 Punkte. 700, um genau zu sein. Auf, lasst euch nicht von denen erwischen. Lagerungen, Besetzungen. Also die KI, ne, ist ein bisschen merkwürdig. Die lassen halt wirklich hier, Moment, 5, 10... 15, 18, fast 20.000 Mann einfach verteilt rumstehen und die verbündeten Armeen, die in der Nähe sind, abschlachten. Was, Leon wurde ermordet?
Wer bist du denn? Bischof von euch? What the fuck, habe ich dich mit in den Krieg geschickt oder was? Anscheinend hast du ihn als Ritter dann wahrscheinlich mitgeschickt. Oh scheiße, das wollte ich nicht. Du solltest bei deinen Rittern, solltest du deine Leute, deine Erben verbieten, dass die mit dürfen. Ja, das habe ich das letzte Mal auch gemacht, aber diesmal habe ich es irgendwie vergessen. Scheiße. Ritter einladen. Moment, Fürstbischöfin, als ob es eine Bischöfin gegeben hätte zu dem Zeitpunkt. Ha, jetzt kann ich auch meinen Anspruch erbitten. In Crusader Kings schon. Beim Papst. Warum das? Moment, was? Weil ich es mehr mag, oder was? Also übrigens jetzt ein 50-50, ist ziemlich ausgeglichen, das Ganze. Inzwischen bin ich nur noch bei 12% Kriegskasse. Oh mein Gott, ich erkläre meinem Kind, wo die Kinder herkommen. Ich kann 5 Kriege erklären. Nicht vom Bischof gebilligt. Aber ich habe den Anspruch, bitte. Das müsste doch mir gehören. Oder wie funktioniert das jetzt? Anspruch erbitten. Ja. Was, ihr habt bereits ein... okay. Das heißt, ich krieg's nicht einfach, sondern ich kann es dann doch auch nur angreifen. Okay, das ist natürlich schade. Ich muss meine Hauskatze wegschicken, weil meine Gemahlin ist allergisch auf Katzen. Okay, das ist natürlich sad. Ja. Das ist sad. Streicheln. Ich habe keine Anspannung und ich kann jetzt auch nicht mehr streicheln, so viel dazu. Aber ich kann hier Sachen ausbauen. Für noch mehr Geld in Zukunft. Mehr Geld! Die Kreuzzüge dauern, ne? Ja, vor allem verlieren wir jetzt wieder. Ich habe auch nur noch 2% Beteiligung. Ich kam, sah und starb. Ich hab noch 11% Beteiligung. Aber ich versinke jetzt natürlich die ganze Zeit. Da kommen 3 angefahren. Moment, Lumi, bist du das wieder? Nee, ich bin weit weg. Da kommen 3 auf eine übelst schlechten Güte angefahren. Aber wir werden halt einfach nur aufgerieben, weil die gegnerische Armee dort halt konzentriert steht und bei uns nicht. Was halt ein Problem ist. Wo kommt der denn jetzt her? Der 18er. Der ist neu. Also ich glaube nicht, dass das... Oder wir müssen... Die schicken halt wirklich jetzt so einstellige, zweistellige Zahlen an Sachen nach. Das verstehe ich halt nicht. Also wieso kann ich für Thierry Lösegeld fordern? Das ist mein Ritter und er ist bei mir gefangen. Kannst... Ich habe ihn selber eingekerkert. Und dann, das war vielleicht ein Ritter von deinem Vater oder so? Oder von deinem Bruder? Mein Vater auf jeden Fall. Würde ich mal behaupten. Jetzt mal raus. Das war eigentlich der beste Ritter, den ich hatte. Aber vielleicht ist er ja wirklich zu meinem Bruder übergegangen. Da das nicht gut ist, machen wir es nicht nach Bündnis macht, sondern machen wir hier nach Alter. Wie alt bist du? Oh Gott, 44 ist ja völlig irrelevant. Ja, können wir es irgendwo hier oben. Ja. Ah, nee, das ist irgendwie doof. Jetzt hier jemand von Stand, da haben jemanden von Stand. Ach, was soll's. Oh nein. Auf dem Hof, man hat einen Fall von Blattern entdeckt. Nein, ich will jetzt keine Blattern haben. Blattern wären jetzt echt schlecht. Ach, mein Begünstigter ist auch noch gestorben. Aha. Können wir uns ausruhen und trauern? Oh, okay. Der Einzige, der Blattern hat, ist direkt gestorben. Das ist natürlich eine Option. Also ich habe jetzt Kira 2. Kira die zweite, ja. Und darf ich darauf hinweisen, dass die Zeit abläuft? Also wir können gern noch weiterspielen. Nee, ich will morgen früh wieder arbeiten. Und ich muss noch was essen und noch duschen und so. Was? Essen würde ich auch gerne. Nochmal. Darf's gerne speichern. Ich wollte jetzt, aber was wollte ich denn gucken? Warum habe ich eigentlich meinen Ehepartner nicht? Ihr habt keinen verfügbaren Ehepartner. Das ist doch Quatsch. Ich bin doch verheiratet. Warum ist mein Ehepartner mit dem Rad? Ach, weil er schwanger ist? Wahrscheinlich. Ich habe jetzt gespeichert. Gerade eben. Jo, dann muss ich mal pausieren und dann beenden wir mal.
Dann wird das Deus Vult das nächste Mal erst weitergegeben. Wahrscheinlich.